So, da sind wir. Mikro ist auch an. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ah, schön. Habe ja mein Stream Deck jetzt alles eingestellt. Funktioniert auch. Denn, heidi ho, meine Lieben. Ich bin's wieder, euer G-Man. Wir zocken heute schon mal was. Weil am Donnerstag wird... Also bin ich wieder beim Bowling. Und deswegen können wir Donnerstag nicht streamen. Deswegen streamen wir heute. Und morgen dann auch. Aber morgen werden wir wohl Baldur's Gate spielen. Und heute haben wir gedacht, zocken wir mal... Darf man das überhaupt sagen? Fast so was wie Pokémon. Ich weiß ja nicht, wie es ausgesprochen wird. Pale World? Ja. Ihr wisst schon. Und da schnuppern wir heute mal rein. Ich hab's noch gar nicht gespielt. Der Jusen und der David sind mit dabei. Und die beiden haben auf jeden Fall schon reingeguckt. Ich hoffe, dass soundtechnisch und sonst alles andere läuft. Wenn nicht, sagt wieder gerne Bescheid. Und ja. Dann trinke ich noch einen Schluck. Und dann schalte ich die anderen mal rein. So, mit O. Na, scheiße, schon wieder aus Versehen. Ich drücke die ganze Zeit aus Versehen Kuh. Aus Versehen Kuh? Kuh! Da sind wir, David. Muku. 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 Alle klar, Leute. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Habe mir schon meinen Charakter erstellt. Und die Jungs sind hier irgendwo am Rumtollen. Okay. Also erstmal müssen wir Äste sammeln, wie es aussieht. Ja, mach rechts einfach das Tutorial. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. Das Spiel ist, glaube ich, auf hochgestellt. Also man kann es noch ein bisschen schöner machen. Aber der Server ist leider auch auf 60 FPS begrenzt. Ich spiele lieber mit 120. Aber vom Boden aufheben? Alles klar. Ich verstehe. Kann ich den Baum auch mit blanken Fäusten fällen irgendwann, oder? Kannst du auch so machen, dauert nur ewig. Okay. Probieren wir gleich aus. Ob ewig ist ja kein Ausdruck. So, das Survival-Menü. Okay, ist jetzt ein bisschen scheiße, dass man die Sachen nicht lesen kann, die er jetzt von mir wollte. Steht bei dir rechts nicht dein Baumenü? Dein Tutorial, nicht Baumenü? Doch, doch. Aber wenn du das Menü aufmachst, kannst du das nicht mehr lesen. Achso, na ja, gut, du musst ja vorher lesen. Oh, da rennen sie hier schon rum. Ach, Hühnchen. Das Hühnchen? Bock, bock. Ist egal, wo ich den hinbaue. Erstmal irgendwo einfach hier am Anfang spawnen. So. Sieht mich irgendjemand vielleicht? Nee, wa? Wieso bist du schon wieder tot? Ja, aber hier sind coole Pokémon. Also, Paul-Viecher, was ihr wollt, könnt ihr die gerne auch mit einsammeln. Gedrückt halten, okay. Sieht mich auch. Wow. Weiter weggelaufen. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das Vieh jetzt überhaupt gefangen hatte oder nicht. Nee, so ein bisschen weg von der Map. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Nee, ich stehe gerade auf dem Boden, also. Ah, ich kann mich bewegen! Das ist schön, ich wusste gar nicht. Kannst du dich auf dem Boden bewegen? Ja, ja, ich kann, wenn ich auf dem Boden. Ich komme jetzt Richtung Hütte, aber scheiße. Also, 50 Sekunden habe ich noch. Wollte der? Falsch, wäre frei. Speer, aber es ist ein Steinspeer. Das raff ich gerade gar nicht ganz, David. Was denn? Der will, dass ich auf Technologie gehe. Ja. Und dann den Pal Speer freischalte. Oder Pale, wie man es aber aussprechen will. Und den dann herstelle.
Aber erstmal wie bei Ark. Ist das denn der Steinspeer oder was? Dann müsste der Steinspeer sein. Okay. Wo ist denn der? In der vierten Reihe oder so. Das ist Level 4. Jo. Also sollst du nicht eine Spitzhacke herstellen? Nee, bei mir steht Speer. Ja, also. Du musst ja erstmal eine Werkbank und die ganzen Gefühle. Werkbank habe ich ja. Also, er will gleich, dass ich ein Speer herstelle. Finde ich ein bisschen frech von ihm. Nee, den Rest kann ich machen, klar. Eine Speere sollst du herstellen, kein Speer. Dann habe ich mich verlesen. Und das beim zweiten, das sind quasi die Pokebälle. Das blaue. Ah, da steht auch da, Mann, ich bin schon wieder halb blind, Leute. Okay. Dann brauche ich noch Steine. Du hast noch 6 Punkte, die anderen Sachen kannst du, Lagerfeuer, Kiste kannst du durchklicken, die Box kannst du dir noch nehmen. Eigentlich alles, oder nicht? Na, wenn du noch genug Punkte hast, dann hast du noch zwei. Naja. Ja, aber die anderen beiden brauchst du jetzt noch nicht. Okay. Das andere kostet außerdem 2 Punkte. Okay. So, heißt jetzt im Klartext, ich bin hungrig. Ich brauche Steine. Lauf mal den Weg weiter runter. Ja, da findest du meine Leiche bald. Folg erstmal den Weg. Siehst du mich jetzt, David? Welchen Weg? Den linken oder den rechten? Ja, quatsch erstmal das Ding hier an. Was orange leuchtet. Ja. Geh jetzt hier links runter. Okay. Genau. Dann müssen wir gleich bei unserer Werkbank runterkommen. Ich laufe ja erstmal wieder zurück. Okay, wir nehmen den anderen Weg. Jetzt bist du bei mir. Bist du immer noch tot? Nee, du lebst wieder, wa? Ja, ich hab meine Sachen geholt. Hast du das Hüpfen? Alles klar. Und hier waren die ganz coolen Viecher eigentlich. Ah, meines Feuervieh ist weg, schade. Aber hier ist so ein kleiner Pinguin, Level 6. Wir müssen mal zurücklaufen zu Pfeiler. So, wir können uns ja dahin. Ich bin bei unserer Werkbank. Oh, ich gehöre nicht zur Gilde, ich darf nicht in die Kiste gucken. Achso, naja, weil ich bin gleich da. Wo finde ich denn Steine? Überall eigentlich. Können wir einfach draufhauen, oder? Steine liegen auf dem Boden, die kannst du einsammeln und musst draufboxen. Aber da gehen nur die größeren Steine. Aber ich kann die hier nicht aufheben, die hier liegen. Ich will nicht F drücken oder so. Kann man das üben, vielleicht schon alle weggesammelt. Das hier ist eine größere. Der hat blanken Faust, Alter. Ja, das geht. Bringt mir zwar auch nicht viel, wenn ich mir jetzt Werkzeuge herstelle und gleich verhungere. Ich hatte doch vorhin einen Ball gefunden, warum habe ich den jetzt nicht? Oh, guck, da sind ganz viele Steine. Wow, Alter. Nice. Hab alle fertig brauchen. Jetzt braucht Bus was zu essen. Wo finde ich mal zu essen? Jetzt weggelaufen. Ich stehe doch vor dir. Ja, aber du hast dich bewegt. Ach so, nee, Quatsch. Ah, okay. Du musst mich anklicken. Also gedrückt halten. Hab ich? Ja, cool. Jetzt muss ich aber erstmal die Sachen herstellen. Ja, warte. Keine Sachen. Will das mal essen, bevor du hier verhungerst. Gibt's keine Leiste unten oder oben, wo man sich das reinziehen kann? Was hast du mir denn zu essen? Also gegeben? Noch nicht. Also unten Nahrung gibt's schon, aber da brauchst du irgendwie eine Tasche für, dass du die einfach automatisch reinpackst und dann automatisch frisst. Aber so Sachen, die du es wird halt alles um deinen Charakter verteilt. Also deine Axt wird da hingepackt und so, du nimmst halt keinen Slot weg, weißt du? Mhm. Ansonsten nämlich Spiel arbeiten wir mit Gewicht. Und das heißt, es ist wie bei Ark wieder, hier müssen wir Sachen skillen. Okay.
Ausdauer würde ich am Anfang empfehlen. Achso, Jusen, das kannst du mittlerweile auch mal machen. Ist schön, okay, mach ich gleich. Kommen wir erstmal gleich ins Lager. Oh. Okay, Q ist schon mal Pokéball werfen. Jetzt habe ich keinen mehr. Achso, ja. Wenn du Q gedrückt hältst. Aber wir machen das gleich. Stell dir mal noch. Sammel mal hier ein paar Sachen und dann. Oh, hier ist ein Händler. Was war das? Axt müsst ihr mir noch herstellen. Ja, ne, links und rechts haben wir noch ein paar Steine und ein paar Dings. Dass du erstmal von allem ein bisschen hast. Ich brauche die Axt. Okay, habe ich noch nicht gelernt, oder was? Oh, muss ich doch herstellen. Holz und Dings habe ich. Und geht das nicht? Musst du an der Werkbank machen. Bin ich doch, aber bei mir ist... Ah, okay. Sieht bloß ausgegraut aus, habe ich mich wohl vertan. Da ist er. Wer ist denn ihm, Checko? Okay. Er mag mich, glaube ich, nicht. Kannst du vielleicht schon mit handeln oder mit dem Geld? Das ist ein Händler. Ich habe kein Geld, ich habe 122 Münzen. So, mit dem. Es gibt hier so ein paar Schatztruhen. Genau, hast du eine Sphäre? Einen Pokéball? Ja. Beauty, hast du mehr als ein? Zwei. Okay, na, das passt. Komm, komm mal mit. Dann zeig uns mal, wie das geht, Onkel David. Was willst du haben? Ein Huhn, ein Schaf oder eine Katze? Katze. Hält sich automatisch fest. Das ist ja nice. Ja. Wie bei Zelda meinst du? So, männlich oder weiblich, was wir zu haben? Weibchen, die da vorne. Weibchen. Also, wenn draufknüppeln du... und wenn es wenig Leben hat, einen Pokéball werfen? Sozusagen. Wenn du Q gedrückt hältst, dann, wenn du Q loslässt, dann wirft er den Ball sofort. Rechtsklick kannst du abwehren. Pass auf, du kannst auch kritten. Und dann siehst du die Prozentzahl quasi. 96. Wird er wohl klappen. Da ist er. Aber das erste. Genau. Von hinten hast du eine höhere Fangchance. Ah, oh, okay. Wenn du sie von hinten abwirfst. Lass mal von hinten kommen, meine Lieben. Genau. Und wenn sie halt wenig Leben haben, dann ist halt noch eine größere Chance, dass du sie fängst. Ja. Unten links musst du ein Menü sehen. Da kannst du mit 1 und 3 deine. Achso, du hast bis jetzt nur ein Viech. Mit E kannst du spawnen. Jo, cool. Muss ich? Das hilft dir beim Kampf und genau, wir können ja, geh mal auf Tab, dann gehst du mal auf dein Team. Ah, da ist wie bei Pokémon. Genau, dann kann ich den einmal drauf. Der heilt sich von automatisch, also der heilt sich langsam. Wir haben noch keine Heiltränke und so ein Quatsch, genau, also das Angsthase. Wichtige Scheiße. Genau, unten die passiven Fähigkeiten sind nur random. Aber ist ja lustig, 10% Angsthase und 10% mutig, also ist ja normal. Keine Ahnung. Genau, also das unterscheidet sich von den Viechern noch, deswegen musst du normalerweise mehr sammeln. Also beziehungsweise manche haben so legendäre Fähigkeiten auch, meiner hat zum Beispiel plus 30%. Okay. Dafür minus 50% Arbeitstempo, weil mit denen kannst du natürlich kämpfen und die helfen dir auch beim Arbeiten. Mhm. Auf der rechten Seite siehst du nehmen wir nochmal drauf. Was soll das Viech? Ja, Leben, Essen. Genau, unten hast du dann, wofür die quasi sind. Also Handwerk, Sammeln, Bergbau und Transport. Mhm.
Das ist dann halt später wichtig, weil wenn du jetzt an der Werkbank bist, kannst du den auf die Werkbank bauen und dann hilft er dir quasi beim Herstellen. Ah, klar. Dann dauert das nicht so lange, sonst musst du halt ewig gedrückt halten. Essensmenge ist auch gut. Deswegen lässt du den eigentlich auch immer draußen, weil der auch Bergbau und Sammeln hat. Ja. Und das macht er dann automatisch, wenn ich den auch mache, oder was? Genau. Wenn du einen Stein angreifst, greift er auch einen Stein an. Ich muss was essen, David, ich sterbe. Ich hab dir doch Essen gegeben vorhin. Ach da. Wie isst man das? Rechtsklick drauf. Ja. Genau, und dann kannst du dir und deinem Pokémon was geben. Dir musst du was geben. Da, ja, draufklicken. Hab ich. Genau. Jetzt hast du ein bisschen Essen. Aber jetzt ist mir scheiße kalt. Also bei Werte erhöhen, was soll ich denn da machen? Wir müssen da wieder hoch. Wie kommt man da hoch, David? Hier nochmal noch ein Essen. Was hast du gefragt, Jusen? Bei Werte, was ich da hoch machen soll. Lebenspunkte oder Ausdauer? Arschdunkel. Mach am Anfang erstmal Gewicht. Also alle vier auf Gewicht, oder? Ja. Schnell ans Lagerfeuer. Sie haben uns die Wärme geraubt. Diese Nacht ist doch so schön. Oh. Wer hätte es geglaubt? Nee, okay. Was unter ich bin. Hier ist besser. Aber cool, das war fast die gleiche Haarfarbe haben, David. Du hast doch nicht so crazy Augen wie ich. Oder? Du hast auch Sharingan. Echt? Du hast auch diese Twist genommen in den Augen. Ist ja lustig, denn unterscheidet sich bloß die Frisur und die Hautfarbe. So ungefähr. Ich bin lila. Das stimmt, David. Okay. Asmadara Susanoo, ja. Gesundheit. So, ist die Frage, wo wir jetzt erstmal unsere Basis vielleicht errichten? Ich hab ihn doch gerade ins Lager gepackt. Warum hat er da keinen Haken genug? Ballbox, zack in die Box reinpacken und dann ins Lager oder was? Ah. Okay. David, was hältst du von der Idee da unten, wo ich öfter gestorben bin, da das hinzubauen? Das Lager oder unsere Base. Wo du was hingepackt hast? Ich sehe von mir nichts. Na, wo ich zweimal gestorben bin. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir gehen eher in die andere Richtung, unten an den Strand, weil wir können später ja auch Wasser-Pokémons haben. Dann können wir mit den, weißt du, von Insel zu Insel fahren. Da, wo ich war, halt, war Feuer-Pokémon, also hier so ein Feuervieh war da und so ein Pinguin, was Eis geschossen hat und da waren auch so eine Maulwurfs-Dinger, sag ich mal. Die sahen eigentlich auch ganz cool aus. Da war es halt mehrere neue Arten. Ja, aber in die andere Richtung doch bestimmt auch. Ja, du weißt nicht. Ich weiß nicht, wenn Feuer uns verbrennt oder uns am Anfang immer die ganze Zeit tötet, oder sollten wir vielleicht nicht gleich unser Lager da aufbauen. Erstmal jetzt wieder hierher oder guckt ihr euch da schon? Ach, ihr seid da. Ja, wir sind hier noch beim alten Lager. Ich bin hier oben. Ja, ich würde halt runter zum Wasser laufen. Guck mal, da ist doch so ein fetter Strand, da können wir uns doch niederlassen, oder nicht? C. Weil da oben ist auch so ein 38er Monster und ich würde halt unsere. Wir müssen ja eh wieder mehrere Basen bauen, sag ich mal. Bisschen so wie bei Ark. Ich glaube, die Ressourcen spawnen nämlich nach. Ich habe doch gerade gelernt, David, wie man Betten baut. Warum kann ich die nicht bauen? Mit B. Und dann bei B hast du auch noch mal oben ein Menü, was du mit 1 und 3 switchen kannst. Ah, okay. Ist aber auch schön warm haben. Oh, heiß. Ich brenne. Ins Wasser. Warum geht's nicht aus? Wäre schon wieder fast schief. Achso, vielleicht hättest du aus dem Baumenü rausgehen müssen. Ja, hätte auch sein können. Ein bisschen.
sind doch. Man, jetzt spring doch. Keine Ausdauer mehr. Also an sich wäre es ganz praktisch für dich, wenn du dir vielleicht noch ein paar Kativas findest, also die Katzen fängst, damit du halt wie gesagt mehr tragen kannst. Weil die erhöhen dein Tragelevel. Mhm. Muss ich durchlesen. Kann doch nicht lesen, Junge. Okay, cool, der baut. Oha. Muss aufpassen, dass ich nicht gut drücke. Na. Kann ich meinem Pokémon denn eigentlich auf das Bett zuweisen? Ich nenne die Dinger jetzt mal Pokémon. Wie heißen die eigentlich? Paul. Paul Monster? P-A-L. P-A-L. Fertig. Kann ich ihn großer hin? Habe ich den da eingesammelt? Ich habe gemerkt, man kann immer nur ein Vieh leider spawnen. Ich frag mich, wo ist er? Hatte ich hier gerade geschlafen? Wo ist er? Oh, das Schaf brennt. Leute, das Schaf brennt. Was macht man jetzt? Einen Eimer habe ich nicht mit Wasser. Kann man den nehmen? Nee. Anheben, doch, jetzt hat es aufgehört zu brennen. Alter, wer von euch hat denn diesen Foxpark geschnappt? David, würde ich sagen. Oder war es meiner, den ich vorhin gefangen habe? Ich frag mich, wo mein Vieh hin ist. David, hast du den da reingepackt? Nee. Ball in die Box gepackt, ja. Ach, du hast das Feuervieh schon gefangen, krass. Hier drin ist ein Feuervieh drin. Da ist mal ein Feuervieh drin. Nein, das sind die Katzen. Nein, bist Deck du doof? Gebaut. Wollt ihr mich verarschen? Aber cool, dann hab ich das jetzt. Das Feuervieh. Nice. Ja, hast du den bei dir im Inventar oder was? Ne, der war gerade hier in diesem Dings drin. In diesem Vorgenerator hier. Und wenn du den nicht gefangen hast, kannst du ja nur meiner sein. Warte. Hier, der hier. Den hab ich nicht. Achso, na, wenn dein Team voll war, wird der danach, glaube ich, reingegangen. Ich bin ja gestorben, deswegen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den gehabt hatte. Nice. Wo ist mein. Ist der nicht wo ist meine Katze hin? Ich hab die alle in Dings gepackt. Die sind okay. Alle in, okay. In der Truhe drin. Ich hab schon Angst. Ja, und jetzt kommt da gerade eine Katze wieder zu, gell? Die andere Katze. Einzige, die ich hatte. Aber cool, ich habe das Feuervieh. Nice. Mit meinem Tod habe ich das noch geschafft. Oh, ein Bett muss ich bei einer überdachten Fläche bauen. Du hast auch ein Paul-Bett gemacht. Das sind die Betten für unsere Viecher. Jojo. Damit sie keine schlechte Laune kriegen. Und eigentlich war eins für mein Kätzchen gedacht, bevor du weggenommen hast. Ich hab die alle kurz ins Lager gepackt. Weil ich nicht mehr durchgesehen habe, was meins war und was weißt du. Schön. Aber ich baue jetzt keine Überdachung. Ich geh jetzt einfach mal David hinterher. Ich habe aber keine Bälle oder irgendwas. Ne, wir wollen ja eine Base bauen. Willst du die da unten bauen oder was, David? Ah, okay. Ich wollte mir noch ein paar Katzen mitnehmen, falls es da hinten keine Katzen gibt. Achso, okay. Wollen eine Base bauen, okay. Dieser also Insel. Ja, ich hätte halt an den Strand gedacht, weil wie gesagt, man kann, dann haben wir Zugriff auf Wasser-Pokémons und da es viel Wasser hier in der Nähe ist, hätte ich gedacht, ist es ganz praktisch, wenn wir über Wasser traveln. Ja, dann müssen wir das machen, ne? Dann müssen wir hier gleich alles einpacken und da runterlatschen. Deiner hatte, ne? Na gut, dann schnappe ich mir alles, was in der Kiste ist und komme euch hinterher gelaufen, ne? Nee, noch nicht. Ich würde jetzt, wie gesagt, noch ein, zwei fangen und dann... Ich habe jetzt noch eine Katze gefangen, gerade. Oh, okay.
Brauchen wir noch mehrere oder was? Ja, wir würden, wie gesagt, zum Strand gehen. Ja, na, aber dann lass doch gleich hier alles mitnehmen, David, und dann lass doch gerne zum Strand runtergehen. Achso, ja, na, wir können uns auch hin und her teleportieren. Genau, hier gibt's doch einen Portkopile. Oh. Aber ja, Holz, Steine und sowas zum Bauen kann man schon mitnehmen. Das ist ein weggeglitscht. Vielleicht eigentlich auf dem Vieh reiten, das wäre nice. Nee, schade. Nee, aber... Oh, das ist doch täglich gut hier. Holzhacken und Steine kloppen, Leute. Da können wir auch einen Weg dahin machen eigentlich, oder? Na, ich muss doch jetzt auf euch warten, also mache ich das jetzt hier. Wir sind jetzt da. Schon mal ein bisschen was dabei. Aber da ist auch eine Tür, ne? Wir können auch mal durch dieses Tür da gehen. Links. Pfeiler. Ja, das aber... war ein Himmel. Ja, schön. Aber erstmal Baseball, okay. Na, ich habe meinen Teil davon gegessen, Schatz. Also wenn du ihn aufessen möchtest, dann essen auf. Also laufen oder beam mich, Scotty? Ja, ich kann schon loslaufen, ich muss hier hochlatschen. Wenn ich dann bei den Fischern. Da oben, wo du bist, was? Mhm. So, sollen wir noch ein paar Tatzen sammeln oder? Ich habe keine Pokémon. Wenn euer Team noch nicht voll ist, ja, haut erstmal euer Team voll mit Katzen. Ich habe keine Pokémon. Sind hier jetzt alle in die Katzen? Ich hab keine Angst vor dir. Mach das zusammen, David. Man muss gucken, also wenn du die jetzt angreifst, wenn dein Viech draußen ist, greift es mit an. Hier unten bei mir ist noch eine Katze gewesen. Ja, hier unten. Nein, nicht. Also musst du in so einem Fall am besten die Katze wegstecken. Ja, ich hab's mal eingepackt. Ja, na, oder wenn du 4 drückst, kannst du denen sagen, dass sie nicht angreifen sollen. Oder weiß ich nicht, ob du das jedes Mal neu einstellen musst. Ah, er rennt weg. Du musst hinterher rollen. Ich glaub, beziehungsweise erst hinterher rennen und dann rollen. Ach du Kacke, geht zu steil runter. Da hinten wäre eine Treppe gewesen, nein, dann laufen wir hier rechts. Oh nein, ich hab getötet aus Versehen. Ich hab schon viel zu viele Steine dabei. Naja, also pass auf, dass du nicht... Ne, wenn du überladen wirst, ist blöd, Feuer. Jetzt mach ich's noch zu. Hat gar keinen Sinn. Ja, aber du kannst dann nicht mehr laufen halt. Kann ich doch nicht. Ihr habt gesagt, einsammeln. Ja, aber dann... Wie kann man denn ja, Sachen teilen? Ja, aber du musst auch noch laufen können. Du musst auch noch so laufen können. mit Steuerung und einfach... Ne, mit dem Pfeil nach oben und einfach wegziehen. Hast du geklappt, Pfeiler? Jo. Nee, unten bei Abwerfen. Dann zu Augen. Jo. Halt grad die Seele. Teilen wir aber erstmal die Frage. Ja, nee, Stream hängt mal ein kleines bisschen. Nee, okay, ja. Krass, es gibt keinen Fallschaden. Das ist wirklich nice hier im Game. Doch, doch, es gibt Fallschaden, aber der ist sehr gering. Ich hab grad welchen bekommen. Oh, scheiße, ich hänge in der Ecke fest. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nee, nicht. Du bist raus. Okay, okay. Wir hängen in der Rille. Nein. Oh, du bist wieder gelangt, Paula. Jetzt klettert. Nein, sie rutscht immer wieder ab. Kann ich raushüpfen? Wo bist du? Ich hänge hier in der Rille. So auf 20 Meter Höhe. Manchmal klettert sie, aber jetzt, ich bin rausgefallen. Nice, bin da. Ja. Sorry, Waldfee. Nein, das machen wir jetzt nicht, David. Nein, David. Was das große Vieh greift man jetzt nicht an. Okay. Was macht eigentlich mehr Damage, der Knüppel oder die Axt? Gegner, die Weisheiten eines Lösens. Oh, da ist eine Hütte. Nice. Das ist gleich viel Schaden.
mich ja mal direkt, warum hat mir dann Knüppel gebaut? Hast du nicht, nee, Axt und Spitzhacke machen jeweils 20 Knüppel, weiß ich nicht, habe ich nicht hergestellt. Ah, okay, hier ist sogar ein Dungeon. Wäre, glaube ich, wirklich clever, wenn wir hier vorne ein Dings drin stellen. Ja, haben wir schön Platz. Ja. Dann baue ich, wo kann ich denn erstmal eine Kiste hinbauen, wo wir alle drin machen, hier vorne, so beim Stein hier oder so? Wo? Also hier irgendwo, wo ich stehe. David. Ja. Wie gesagt, man kann das später auch alles wieder, glaube ich, kostenlos abbauen. Ah, okay. Man ist auch irgendwie ohne rüber zu ziehen nach drüben bringen? Nee, nee. Rechtsklick. Ah. Ich gehe mal Holz hacken, ja? Oder kann ich auch hier am Strand das ganze Holz kaputt hacken, was hier rumliegt? Ja, es spawnt alles nach, kannst du alles platt machen. Beziehungsweise ja, eventuell vielleicht erstmal. Achso, die Planken meinst du? Nee. Blaue Steine immer gut mitnehmen. Ja, die nehme ich halt. Das sind quasi unsere Pokebälle. Und. Ja, eigentlich kannst du fast jedes Pokémon mitnehmen, was dir das begegnet. Gibt gute Erfahrung und du kannst von neben 10 sammeln. Das gibt dir noch so lange einen Erfahrungsboost. Mhm. Oh. Hier sind tötet man nicht alle. Was sagst du? Das geht nicht. Pass auf, dass du sie nicht tötest. Ja, ich pass schon auf. Schiff geht auch nicht, okay. Oh, geil. Strong ist ein Rückwärtssalto. Muss man sich für die Kämpfe mal merken. Nee, Steuerung und ist auch nach vorne eigentlich. Naja, aber mit nach hinten macht sie so ein. Macht sie dann auch rückwärts. So ein bisschen wie bei Dark Souls oder so. Okay, das geht auch nicht. Denke ich mal. Ah, Mist. Das Power-Lager, was wir gebaut haben, das müssen wir abreißen, sonst können wir hier keins bauen. Ich mache mal mein Inventar leer. Da können wir mehr Kisten bauen. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Ressourcen und dann können wir da mal ein bisschen bauen. Was ist eigentlich mit den Pflanzen? Hier ist irgendwas grünet. Leafmunk-Statue. Leafmunk? Keine Ahnung, wie spricht man das aus? Ja, ne? Jetzt mit dem Klettern und Springen geht noch nicht so perfekt in dem Game, aber. Ich finde ganz gut, dass man so gut wie überall hochkommt. Also nur beim Kämpfen wäre sowas hier jetzt blöd, was ich gerade die ganze Zeit mache. Oh, Jack hat irgendwas gedrückt. Nein, Jack will mich nicht bei Microsoft jetzt anmelden. Aber Jack will das. Wenn Jack das sagt, hat es Hand und Fuß, David. Hand und Fuß. Vertraue ihm. Hand und Pfote. Ja, genau. Wenn Jackie sagt miau miau, dann weißt du, was Phase ist. Und darfst du ja immerhin nicht vergessen, David, er ist ja der Captain. Kann man eigentlich hier auch schwimmen und tauchen? Probiert aus, wirst du ja sehen, ob du nur lebst. Probier's mal aus, ja. Da ist noch eine Platte, die ich vorher finde. Bin mal gespannt, wie viele Ressourcen man braucht, um Sachen zu bauen.
Ich hab hier alles automatisieren lassen. Ah, okay. Machen später das die in Klammern Pokémon oder was? Ja. Okay, ich schwimm da. Aber Tauchmannschaft nicht. Okay, wir haben erstmal ein Lot Holz. Bringen wir das mal zurück. Die Pokémon oder die wie nennen wir das jetzt einfach? Ich sag mal, die Monster einfach nur mit der Fackel schlagen, dann fangen sie doch immer alle an zu brennen, oder? Voll gemein. Unsere oder die wilden Pokémon? Die wilden. Okay, wir bauen schon verschiedene Kisten. Dann wird Kiste ganz rechts, Holzkiste. Oh ne, hier ist schon gemischt drin. Die zweite Kiste. Okay, ist auch alles gemischt. Die dritte? Naja, ist ja eigentlich auch egal. Na Judith. Achso, ne, ich habe jetzt gerade nur alles rausgeschmissen, weil ich jetzt eigentlich zurücklaufen wollte. Aber viel Spaß noch, ne? Jo, dir auch, haust da rein. Bis dann, Digi. Achso, ich kann mich da zurück teleportieren, oder? Ich hab doch Teleportation freigeschalten, oder? Natürlich. Hab ja gerade nicht erst den Holz weggepackt. Oh. Nee, schön auf dem Sand, ja, oder was? Die Gebäude. Na, Gebäude werden wir jetzt eigentlich nicht großartig bauen. Es gibt quasi so einen Stall. Aber der Rest, na, Dicker, ich baue jetzt hier ein Holzhaus hin, hier vorne, wo unser Lager hinkommt. Und ansonsten stellst du da hinten zu den Kisten oder so. Okay, bei den Kisten mit hin. Das ist der Hinterhof mit den schönen Blümchen. Macht ja auch was her, hat der David recht. So. Oh, das muss ich jedes Mal wieder auswählen? Kann ich mehrere aneinander bauen? Okay. Ist doch schicki. Machen wir 9 oder was? 3x3. Oder sagst du größer, David? Nö, oder Lucy? 3x3 reicht. Okay, vielleicht weiß ich es auch noch nicht besser, aber. Okay. Grundfläche steht. Fangen wir mal an. Tür. Bauen wir eine vorne drin und eine hinten, würde ich sagen, ne? Zack, ganz schnell. Fensterchen. Komm, auch mal drin. Machen wir überall Fenster, oder? Schön Licht hier drin kommt in die Butze. Ich hab dagegen nichts. Ich mach das auch immer so. Wenn auf dem Server mit anderen Bösen, also mit anderen Leuten, die wir gegeneinander spielen, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, weil da können die bestimmt schön mit dem Bogen oder so durchs Fenster reinballern. So, haben wir die Grundfläche schon mal fertig. Ich habe einen Megaball gefunden. Spitzdach oder Flachdach, Leute? Damit es schneller geht, flach, oder? Ja, ich könnte auch noch eine Treppe bauen, dass wir auf noch oben drauf kommen. Man noch eine zweite Ebene oder so machen. Okay, also erstmal eine Treppe. Oh, hab nicht genügend Holz oder was? Ah, okay, wir brauchen einen Schnellreisepunkt, um irgendwo hinten schnell zu reisen. Es geht also nicht einfach so aus dem
Lust haben. Schade. Okay, das mit der Treppe ist wohl ein bisschen verbuggt, Leute. Ah, scheiße, ich hätte wahrscheinlich die Dinger weglegen müssen. Muss ich von außen machen, wenn denn. Jo. Was soll denn jetzt alles hier ins Gebäude einkehren? Für jeden erstmal ein Bett, oder was? Oder brauchen wir nur eins? Nee, um Nächte zu skippen, brauchen wir eigentlich ein Ding. Mehrere Betten. Stehen die Schafis im Weg. Geht mal weg, Freunde. Dankeschön. So, drei Betten sind schon mal da. Die Schlafgelegenheiten für die Pokémon einfach draußen erstmal ums Haus rumbauen oder lieber doch eine Plattform bauen und ein kleines Dach drüber? Ich weiß gar nicht, ob die Viecher, aber ich glaube nicht. Kisten reinbauen? Ja, Kisten können wir gleich reinbauen. Ich fange mal auf einer Seite an. Das ist ja immer noch falsch, war. Ich hab keine Zähren, scheiße. Kann man die stapeln? Nö. Naja, eine Reihe sollte ja endlich erstmal reichen. Hey, was wolltest du denn gerade fangen? Hoffe ich finde. Da war noch ein Kreativer. Da. Nimm dir gerne einen Kebab. Okay, mehr geht nicht. Wenn du magst. So, ist die Frage Fieber. Müssten wir alles einmal langsam umräumen. Boah, die Kisten hier. Kann man nicht irgendwie alles nehmen? Kisten draußen sind leer. Ich weiß ja nicht, ob man die mit rüberschleppen kann, aber sonst bauen wir sie ab, wenn es hell ist. Das ist ja auch ganz schön cold. So, aber wir könnten schon mal klären, wer sich um das Kochen kümmern möchte und wer sich gerne wieder. Und wenn sich um die Beete oder obwohl Kochen und Beete ist gleich das gleiche. Jusen hat doch schon gesagt, dass er einen Koch macht, dann macht er auch die Beete, würde ich sagen. Na klar, entscheidet gerne über meinen Kopf hier raus. Na, da muss sich noch jemand um die Viehzucht kümmern. Mhm. Nein, ich muss mal kurz alles durchgehen. Rohstoffgewinnung. Dass wir einen Holzfäller haben, dass wir einen Steinbruch haben. Es gibt nur alle 7, nice. Okay. Und dann gibt's Scheiße, ich sterbe. Ich verhungere. Alter, hier, Espas, hier sind 2 Lammkörner drauf. Nein, komm. Eski. Oh. Alter, war das eng. Ich hatte noch ein Leben gerade. Alter, war das eng. Da sind nur noch 2 drauf. Hast du jetzt gegessen? Nee, ich hab grad ganz schnell noch Bären gegessen. Ich hatte noch ein paar bei. Achso. Was war die Waldfee? Ha, das ist ja von da hinten losgehen drin. Ein Leben, Leute. Ein Leben. Junge. Also wir brauchen noch. Okay, jetzt brauchen wir Futtertrog und die Strohbetten. Weil die Kisten draußen sind alle leer, hast du gesagt. Mhm. Dann willst du hier schon mal ein kleines. Eine Ordnung schon mal reinbringen? Ja. Ich baue dir gerade zu Ende die Kisten für dich. Das ist sehr schön. Super. Das
müssen wir hier gleich alle Festplatten volllaufen, Leute. So, ganz vorne machen wir wieder so Holzsachen. Mhm. Warte mal, in die zweite Kiste mache ich mal erstmal Sachen rein, die ich gerade nicht brauche, die kannst du ja mit wegsortieren, ne? Na, dann pack rein. Ist nichts drin. Doch, ich hab Stein und sowas reingeballert. In die dritte, ja. Okay. Achso, sorry. Dann war es die dritte. Stein und Erz rein. Also, habt ihr denn noch irgendwie Fleisch bei euch, was ihr mir geben könnt? Dann kann ich das selbst kochen. Perfekt. Weil hast du noch Fleisch bei dir, Neva? Nee, Fleisch nicht. Ja, die Bären kannst du jetzt mal so snacken. Ich dachte ich dir mal. Du bist ja nett. Die Kisten können wir auch draußen erst gut stehen lassen. Ja, lass sie von mir aus einfach da. Cool, kommen Jusen, ich hab noch Eier und Bären, wenn dir sowas hilft. Ja, ja, aber Bären kannst du auch so sehen, wenn du Bock hast. Okay. Oder warte, ich kann dir meine geben, die ich habe. Also sind nur 8 gegrillte Bären. Gib mir, was du möchtest. Also das Ei auf jeden Fall. Darum kann ich ein Spiegelei machen. Wie war das rauswerfen nochmal? Ach, da unten. Ja, war ihm zu auf, glaube ich. Und Bären kann ich immer so essen, sagst du? Ja, ja. Aber hast du jetzt die Eier geworfen? Ja, ja. Ich sehe sie nicht. Ach, scheiße, nee. Ich hab sie. Sorry, ich hab ins Falsche gedrückt. Ja, nee, das sind die Bären. Samen. Ja. Ja, Samen. Die kann man okay. nicht essen. Okay. Ich wollte fürs Bild, die kannst du mal voreinlagern. Mann, habe ich mich voll verdrückt. Ich war in die Gedanken schon wieder ganz woanders. Gut, aber dann haben wir hier schon mal eine Grundlage geschaffen. Dann würde ich mich mal ganz schnell auf Klo flitzen, bevor wir hier weitermachen. Und das ist ja für die Viecherchen hier draußen auch noch Schlafplätze bauen und so weiter. Und ja, mal gucken. Was wir noch so brauchen. Und die Werkbank eigentlich auch reinbauen und die Kisten abbauen und so? Kriegen wir da die Ressourcen eigentlich wieder? Nein, Kisten können wir auch draußen lassen. Ich würde da jetzt einfach das Beet hinzumachen. Weil die brauchen, die packen Sachen und okay. Kisten rein. Ja, na dann baue die Beete neben die Kisten. Das ist natürlich dabei. Na gut. Aber eine Werkbank könntest du trotzdem noch drin hinstellen. Jo, mach ich dann. Ich habe schon Bock, jetzt anzugreifen, aber ich habe nur 5 Pokéball rein. Brauche ich noch Holz und Steine, um weiterzubauen. Mach ich es erstmal. Was, das große da oben, meint er? Die Blume? Ja, genau. Oh, weg dabei. Okay, cool. Machen wir das? Alle da? Wo ist David? Da. Dann wollen wir uns noch ein paar Speere craften. Komm, das schaffen wir doch so dritt. Ich habe nur Angst, mein Feuer viel zu hoch. Na, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir die ganzen Sachen craften kann. Ja. Wenn du mir das craftest und mir gibt's kein Thema. Ich kann eh nur 2 Speere machen, ein paar dann im Zug und so ein Ecker hin und dann. Ja, pieken wir ihn tot, ja. Raus. Hat Jusen einen Bogen oder sowas? Nö, nö. Aber wenn ihr es gut geschwächt habt, kann ich ja versuchen, das einzufangen. Wie packe ich mir den auf die Kurzwahl, David? Ah, da, alles klar, ja. Tauschen wir mal gegen Fackel im Moment. Und noch was essen. So. Kommt Jusi mit? Bin ich schon hier oben, Dicker. Ah, okay, du wartest schon auf uns. Na, warte, schnell. Dann kann ich noch ein bisschen was abbauen. Warte, oh, der andere Dicke kommt gerade wieder runter. Der wird jetzt da nicht mit eingreifen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir sind die Monster Hunter. Nur auf einer anderen Art und Weise. So wie hey, bei den Pokémon. Reißer, den kannst du kriegen, der macht uns platt. Ja, den warten wir, bis er weg ist, oder? Mhm. Der Laubelefant oder was das sein soll. Weil der sieht auch anders lustig aus, ehrlich gesagt. Okay, der läuft zurück. Kann man ja rechts rüber laufen. Wir kommen hinterher, David, aber wir sind nicht bei dir. Okay, da sitzt er. Ich könnte erstmal auch mein Feuervieh rufen und ihn jetzt ein bisschen abfrücken. Ich kann das Feuervieh gleich wieder. Ja, der ist auf der Pflanze, ja. Ich weiß mal, warum.
Let's go. Ja, macht eigentlich aber, unsere Viecher bei uns auch Schaden? Ja, yeah, und dann wird man jetzt auch aufschmeißen. Na, ich habe ja nichts bei. Ne, überhaupt die Schaden machen, wenn jetzt ein Feuervieh. Okay, ich habe gedacht, der wollte ein Feuervieh draufschmeißen. Ja, mein Feuervieh kratzt das Mann. Ja, er backt! Nein, er fällt! Oh oh. Er backt und fällt. Alter, er hat alle gewonnen. Oh. Ich hab nicht das. Wow. Beste Kampfgebiet hier. Oh, instant gekillt hat's mich. Okay. Ich komm mal hier rausgekrabbelt bei dir, David. Ich weiß ja nicht, wo ihr es hinlockt, Leute. Yusi? Ich versuche erstmal nicht getroffen zu werden. Achso, na, ich krabbel hier nämlich genau in die andere Richtung. Einer. Oh okay. Fuck, ich bin voll in das Scheiße gelaufen. David, dann komm doch lieber zu uns und hol einen. Okay, ich bin tot. War doch gerade das da. War doch bei ihm so. Hä? Er ist jetzt in die Spalte gerutscht und rafft nichts. Jetzt könntest du Jusen holen oder hier hinten mich an der Treppe. Ich bin schon tot, David, ich lieg hier hinten noch an der Treppe, wo wir hoch sind. Der backt doch noch da unten. Ja, weil. Ich hab Jusen sein Zeug mitgenommen. Das ist ja gut. Okay, ich werde gerade hochgekommen, also. Ich oh, er kommt! Oh, shit. Oh, nicht so Base laufen mit dem. Zu spät bin ich. Na gut, dann lauf ich. Dann. Oh, nee, da ist noch der andere. Ich glaube, Level 15 ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Stirb da und dann kommst du wieder und dann holen wir uns das Feld. David. David. Ja, ich lauf einfach nur weg vor ihm. Lock ihn doch einfach weg. Lass mich doch. Oh, scheiße. Mein Pokémon hat angegriffen. Oh nein, jetzt rennen die beide mir hinterher. Ach du Kacke! Lockst du da mal weg, also dann kann ich da das Holz abbauen. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht auf euch. Krieg ich noch Holz her? Da oben. Okay, der wird aber nicht zu weit weg, weil das ist immer noch mein Zeug. Ich glaube, wenn wir alle noch low-level sind, dann bringt das nicht sehr viel. Ich dachte, Level 15 kriegen wir hin. Naja, aber nicht, wenn wir noch nicht mal alle Level 10 oder so sind. Wie es aussieht. Ja, naja, nee. Unsere. Ja, okay, ich habe sie weggelockt. Die sind hier beide an der Wand jetzt. Wir fällen erstmal noch hier die paar Bäume. Die böse Musik werden. Aber Vorsicht, da ist der. Da ist das Ding gleich unter dir. Ja, das ist eine Pflanzenvieh. Oh. Okay. Mann, ich sag's doch auch noch! Kann ich eigentlich die Monster auch dazu nutzen, dass die Sachen tragen, wenn ich was fälle und so, oder? Ja, deswegen sollst du ja mal draußen haben. Wie gesagt, ansonsten kannst du es nachlesen. Immer auf die Monster drauf gucken. Oh, ich mache erstmal die Oldschool-Variante noch bei den paar Bäumen hier. Hast du deine Monster nicht eingesammelt? Ich hab nur eins, David. Ich hab keine weiter mitgenommen. Ja, aber bei David in der Liste kann ich nicht sein. Wie bitte? In der Liste wird bei dir nichts angezeigt. Ja, ich sag doch, ich hab doch keine bei. Wie oft soll ich's noch sagen? Warum nimmst du dir kein Skinhead oder? Ja, hab ich jetzt nicht gemacht, hab ich vergessen und mache ich dann, wenn ich wieder da bin. Aber Yusen kann mir auch gerne entgegenkommen und kann mir ein bisschen Holz geben. Dann lohnt sich das hier wenigstens, was ich tue. Meine Pokémon auch bei dir? Nee, die müssten leider, glaube ich, in der Base sein. Ja. Ich meine, instinktiv immer Pokémon sagt, ne? Ja. Ja, die sind in der Box. Okay, jetzt muss ich warten, bis einer herkommt und immer was abnimmt. Die sind in der Box, okay, hol ich. Ich will meine. Ich will meine Kreaturen wieder haben. Kommt mich einer erlösen? Warum sammelst du denn immer so viel, dass du dich nicht mehr bewegen kannst? Na, weil ich doch weiß, einer von euch ist so lieb, ich kann den ganz viel reindrücken und kann auch die letzten Bäume mitnehmen. Dann haben wir genug Holz erstmal. Aber mein Feuervieh ist nicht hier drinnen.
Dann ist es vielleicht weg, wenn du stirbst, Jusen. Vielleicht sind alle Pokémon weg, wenn du stirbst, wenn du sie dabei hattest. Kann ich aber auch nicht tragen. Obwohl doch, kann alles tragen. Kannst du mehr tragen? Ja. Alles gehen. Alles, was du hast im Moment. Okay, na du. Holzi, Holz, Holz. Ich mein. Haben die Entwickler eigentlich, hast du schon irgendwas gelesen, David, gesagt, was so noch in dem Spiel alles dazu kommt? Das ist ja noch ein Early Access Titel, ne? Ja, da PvP soll später noch dazu kommen. Ja. Ja, aber naja, im Endeffekt nur Monster und alles mehr. Und dann bestimmt auch mehr Werk, also verschiedene Werk, Enke oder Sachen zum Herstellen und so. So der Standard. Ich bin ja mal gespannt nachher, wie es in der Höhle aussieht. Ich kann das Flammenwerfer benutzen. Oh, okay. Wow. Wir aber. Geh wieder in die Box und nimm's unten raus. Oh, das große Vieh kommt zu uns runter. Wie weit läuft denn das? Das ist jetzt schon hier zwischen den Felsen. Hinter unserem Haus. Ah, solange wir da bleibt stehen. Okay. Wenn wir es nicht angreifen, ist alles gut. Wir müssen nur aufpassen, dass unsere Viecher nicht draußen rumlaufen. Hey, der Pinguin, achso. Da klicken wir zurück. Dann brauchen wir noch a lot of Steine. Und dann kann ich weiterbauen. Wie kann ich das Vieh denn hier ablegen wieder? Geht, glaube ich, unten in der Mitte. Nee, ich steh gar nichts. Voll rufen. Ja, so springen kann man nicht mehr, wenn man leicht überladen ist, aber trotzdem noch bergauf laufen. Auch wenn es steil ist wie Nachbars Lumpi, keine Ahnung. Dann meint David, sollten wir gleich ein paar Monster einpacken, ne? Hm. Hallo David? Ja. Warum kommt das da rein? Aber ist okay, machen wir da rein. Ich krieg den Ficker nicht runter. Haben wir irgendwo eine andere Kiste dafür? Achso, mit F. Okay. Nur ganz hinten hatte ich so Nahrungssachen einfach erstmal mit reingeschmissen. Ach da, ja, okay. Hab ich also, er hat es noch nicht irgendwie doll sortiert und so. Man muss ja auch erstmal gucken. Oh, sorry, Leute. Kohlensäure. Aber die Stacks sind schon schön hoch. Ist das automatisch so hoch, David, oder? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Okay. Also ich habe jetzt nichts an den Einstellungen gemacht. Okay. Achso, du kannst aus der Kiste auch. Also wenn du in... Werkbank hast du schon gebaut, sauber. Aber sowas wie Rüstung können wir auch nicht craften, wa? Ja, doch, David hat schon was. Schon an, aber ich nicht. Schon anhaben, eigentlich. Ah, habe ich jetzt angezogen, ja. Nice. David, ich kannst du mir helfen? Ich komme hier nicht hoch. Wenn du überladen bist. Ja. Magst du vielleicht raus? Ja einfach Betten in die Ecken schon mal bauen für die Viecher? Hast du, weil ich komme da nicht ran. Hinten. Oder ich werf schnell was ab, ist okay. Ja, aber die Betten für die würde ich. Du hast doch gesehen, wie groß die Viecher sind. Oh, ich wollte es jetzt alles nebenbauen. Ich wollte bloß die Seitenteile abreißen. Dann, weißt du? Aber ich muss halt erstmal gerade. Ich würde die Betten halt draußen packen, weil. Naja, ist doch draußen. Ich wollte hier bloß die. Wie reißt man Sachen ab? B und dann C. Jusen, willst du dich um das Beet kümmern? Ah, ja. Magst du das Beet schon mal erforschen? Ach, Mann.
Das Bild schon mal erforschen. Bei Technologien, das B. Wo ist denn das Bild überhaupt? Stufe 5, 4, 3, 2. Ihren Garten, ja. Mhm. Okay. Volkspark Geschirr, dann kann ich ja doch auf ihn reiten, wa? Kannst auf ihn reiten, ja. Aber nicht auf jeden, glaube ich. Zum Teil die falschen. Auf ihn schon? Nice. Das Weltbock ist so falsch. Oh, ich hab Dächer. Na, ob das ein Unterschied macht. Obwohl, wir brauchen 5 Feuerdrüsen und Leder, okay. Ist erstmal nicht wichtig. Eve-Palm. Nee, ja, das ist... Wenn eigentlich mal Level 7 wären, dass man Holzfäller-Lager bauen kann. Okay. Ach man, ich lerne heute noch irgendwann, Leute. Mal erstmal so halb offen, oder? Geht das hoch? Was er denn sagte, passt mit den Betten? Mal gucken. Wir lassen das jetzt erstmal so. Immer noch, ne? Warte. Achso, du musst gucken, Pfeiler, dass du jetzt gerade nicht außerhalb unseres Lager baust. Mhm. Ich bräuchte 20 Steine, dann könnte ich ein Beet bauen. Hier gibt es keine Steine in der Nähe. Das ist keine, die man abbauen kann. Lass uns doch das Inventar komplett leer machen, obwohl erstmal gucken, ob da. Okay. Das ist natürlich blöd. Aber wir gehen mal hier in die Höhle rechts rein. Das ist ein Dungeon, nicht wahr? Obwohl, wir können ja mal reingucken. Vielleicht gibt es Stein, was man abbauen kann. Wir können immer jederzeit raus, hoffe ich. Warte, ich pack nur kurz meine Pokémon weg. Ja, die verliert man ja auch, wenn man stirbt. Ja, so wie es aussieht, ja. Mit dem, was ich bei Usen gesehen habe. Wieso? Nee. Die waren noch hier drin, hast du gesagt, David. Oder hast du die doch. Nee, ich hab sie aufgesammelt. Ah, okay. Ah, wenn du sie ins Lager packst, sind sie in 10 Minuten wieder da. Die Haien im Lager. Könnt ihr hier mal ein paar Pokémon auspacken, damit die Sachen hier bauen? Echt cool, dann brauche ich das nicht tun. Na, ich denke... Müssen wir eigentlich schon kommen zu dir. Kommt nicht. Ansonsten schmeißt doch da ein... hol dir eins hier aus dem Dings und schmeißt es da drauf. Okay. Aber David, du bist das Level 7, oder? Ja, stimmt. Da ist er. Wie bin ich dort geworden? Ja, ab und zu, wenn man hier irgendwas an den Geräten macht, ja, brauchen wir aber auch Steine für. Wir brauchen 20 Steine fürs Holzfällerlager und 50 Steine fürs Dingslager. Okay. Oder wir porten uns erstmal zurück und laufen den Weg wieder hierher. Da kriegen wir bestimmt genug Steine zusammen. Ich würde das mal in den Tag ganz leer packen und dann nochmal in die Höhle gehen.
Mal gucken, der ist Level 13, aber vielleicht sind da trotzdem Ressourcen und so ein Scheiß, also. Also lassen wir die Viecher hier, die wir haben, ja. Ja. Tschüss, mein lieber Feuerfuchs. Wir sehen uns später. Ich liebe dich trotzdem. Alle, willst du mitkommen? Mal kurz reingucken? Ja, sofort. So, muss mal kurz noch was holen, damit ich eh ein Bett bauen kann. Haben wir sowas wie eine Fackel? Dann mach dein Inventar einfach kurz leer. Nichts mitnehmen jetzt, ne? Ja, ich würde auch mal so einen Pokéball noch mal mitnehmen. Pokéball mit. Ja, den kann man eh wieder neu kräften, alles gut. Vielleicht können wir da ein cooles Vieh, das will ich gleich mal einschnappen. Problem damit, ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Also lass mich. Oh, ich bin jetzt auch der Besitzer. Wuhu! Mann, ey. Das war einfach zu viel. Achso, du kannst außerdem nicht über deine Pokémons leveln. Also es bringt dir nichts, wenn du ein Level 20er hast, wenn du noch Level 10 bist. Deswegen stand auch bei dem Feuervieh, was ich hatte, geschlossen da unten die Fähigkeit. Ja, er gibt's ja. Yo, Jimmy. Genau. Ich bin sofort da. Aber wie findet ihr eigentlich den Grillnamen? Ist doch cool, oder? Die sind jetzt pennen gegangen. Die dieses Ding sind, ist doch ein cooler Name, oder? Ja, hast du dir ja was einfallen lassen, Digga. Hast du dir was einfallen lassen? Nochmal den Applaus hier. Naja, wegen ganz viele Ds, so wie unsere menschlichen Namen. Eigentlich hast du ja die verdient. Ah, das hörst du wieder nicht, ne? Das hör nur wir. Nee. Okay. Ein Versuch wert. Hella. Yes, yes, jo. So, hab ich genug Essen? Pfeiler, rechts. Ja, Essen brauche ich auch. Du hast mir nichts zum Essen gegeben, Alter. Wo ist mein Essen? Wo sind die gebraten? Ich hatte 5 gebratene Beeren. Wo sind die? Du hast sie mir genommen. Er hat sie dir genommen? Hab nichts mehr zum Essen, ich sterbe. Gib sie mir zurück. Hä? Gib sie mir zurück. Hätte ich nicht aus Versehen die Seile drin gepackt? Okay, ja. Ja, Essen wäre echt chillig. Haben wir noch irgendwas zum Essen? Hier, Jusi. In den Kisten ist nichts mehr. Jusi. Ja. Da. Ja, Digga, das sind Samen. Ach so, scheiße, ja. Was soll ich denn mit fucking Samen? Ja, du packst da rein. Das war wirklich nicht satt. Ja, tut mir leid, ich hab nicht genau hingeguckt, hab ihn gelesen. Ich geh jetzt da rein. David, gib mir meine Beeren! Ich folg dir da rein, Alter, ich hol mir meine Beeren. Wenn du uns Beeren geben würdest, würde ich ja mitkommen, aber. Ich hab nichts zu essen, rein. David. Okay, dann geh ich rein, dann sterbe ich gleich, aber ich geh rein. Machen wir so. Ja, genau. Denk ich mir auch. Slagged. Aber warte mal, kommen wir wieder raus? Ich will nur kurz gucken. Ja, alles gut. So. Oh Gott, da sind schon für 10 Leute. Oh Gott, nee, da können wir gleich wieder abbauen. Okay, wir gehen raus. Oh, war das lustig. Ja, lass uns raus. Ja, lass uns rausgehen. Ich glaube, wir sollten die Standardsachen erstmal weitermachen und leveln. Wenn wir mal mindestens Level Stufe 10 sind. Kommst du echt nicht raus? Ja, doch, jetzt so. Ja gut, würde ich sagen, porten wir uns gleich wieder zu dem anderen Portal hoch und dann laufen wir nochmal runter. Dann nehmen wir alles mit, was geht. An Nahrung, wir brauchen einen coolen Namen für diese Viecher. Paul, das ist nicht cool. Und so was stimmt ausdenken. Das? Stimmt, keine Abgeberstellt, Alter. Wie sollen die Viecher heißen? Ja, genau. Oder wenn die Folge dann bei YouTube rauskommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir uns wir mal brauchen ausdenken. Noch Namen. Genau. Alles, was jetzt so kommt, sind nur Ideen, sag ich mal. Können wir die auch eigentlich einzeln umbenennen? Na, oder Take. Einfach Takes. Einfach Monster sonst, aber. Ja. Naja, Taschenkreaturen. Take.
Was los, David? Gefällt dir nicht? Ich guck grad, wo ich einen Futtertrog hinpacken kann. Ich hab die Fläche da noch freigelassen. Oder mach die vor die Tür. Ich stell die einfach da hin, wo die Essensfläche hinkommt. Das ist doch viel cleverer. Oder so. Nächstes Mal bei zum Bauen, ne? Ja, alles wieder oben. Eigentlich ist es ja nicht wirklich kalt. Ich porte mich schon mal weg. Wo ist das Portal? Wo hat mir das hingebaut? Wo ist das Portal? Da, wo du die Viecherin packen kannst. Damit kann man sich auch teleportieren? Ja, mit C. Ja, chillig. Bärengarten und setze einen Hall. Oh. Und Bärengarten. Steine hast du nicht mehr zu verlieren. Alter, oder? Was ist das für ein Level 6? Und so ein Wurmding. Okay. Er kommt vielleicht nur nachts raus, Jüsen. Wenn es dunkel ist, ne? Weil er sonst ja, unter der Erde lebt. Ja, oder dunkel. Noch andere. Wo ist Creators? Das sind zwei gleichzeitig. Okay. Oder hier sind da viele davon. Ja, das habe ich Angst, wenn ich nicht hin. Rechte Maustaste. Habe ich Pokémon? Ja, okay. Schade, dass ich hier keinen Eingang bauen kann, so wirklich. Wie gesagt, die werden groß. Lass das so offen einfach, die brauchst du nicht zumachen. Nee, will ich auch nicht, aber ich wollte eine Treppe bauen, weil die laufen immer da drüben bei uns rein, weil das hier zu hoch ist. Aber eine Treppe geht hier halt nicht. Wenn man das versucht, verstehe ja nicht, warum der die trotzdem nicht baut, auch wenn sie halb weggebackt in den Boden ist, das ist doch Rille. Aber nein. Bitch, die scheiß Augen haben mich downed. Die Kackbücher, ich hasse sie. Doch mein Feuerfuchs mitnehmen soll. Hart am Hämmern sind und sich freuen. Ja, gut. Sind erstmal ein paar Betten. Kann ja auch noch welche zwischenbauen. Dann haben wir noch mehr. Für alle Viecher. Nee, wir können aktuell sowieso nur noch 4 ins Lager packen. Ja, aber dann sind erstmal ein paar Betten da. Müssen wir erst hier das Lagerdings upgraden, wa? Geht mal stark von aus. Ich hab immer noch Hunger. Okay, ich sterbe jetzt eh, weil ich nichts zu essen habe. Kann ich sterben ohne Essen. Du hast dann einfach nur ein Leben. Okay. Schauen wir mal. Und? Ein Leben. David hat recht. Krasser Scheiß. Na, Judith. Muss ich gleich erstmal Essen finden? Pokémon wollte ich mir noch einpacken. Haben keine. Schön. Dann müssen wir erst welche fangen. Aber Bälle habe ich 7 Stück. Das ist ja schon mal sehr gut. Ey,
Der macht mir schon seit einer Weile ein bisschen Stress. Der Rücken ja schon seit Ewigkeiten, aber muss ich mal gucken. Wenn es sich jetzt nicht bessert, sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Weil beim Zocken und alles, das geht. Aber ich merke das halt durch so eine Bewegung oder auch Drehen, durch Putzen und alles Mögliche. Ja. Na gut, wo seid ihr denn? Leute, kann ich mich hochporten? Wir haben uns schon hochgeportet. Schnellreise denn, ne? C. Ich wollte jetzt noch ein paar Viecher fangen, dann würde ich zurückkommen. Aber ihr seid ja eh ein bisschen weiter weggelaufen. Also kann ich ja in die Richtung laufen. Muss ja eh auch noch was sammeln, ja, weil ich habe nur ein Leben. Lauf nicht zu weit weg, weil du auch wieder nach oben latschen musst. Achso, ihr seid unten, ja? Links, rechts. Oh, okay. Wie erkenne ich denn, wo Bären drin sind, David? Das sind so rote Sträucher, ja. Es gibt nur die roten Bären. Und dann kann man einfach F drücken, ja? Genau. Okay. Ach du Scheiße, ist ja alles mega hoch. Na, dann lunchen wir mal. Na, bin down gegangen. Scheiße, und genau in der Felsspalte. Wie denn das jetzt, Pfeiler? Ich wollte an der Seite so leicht runtersteppen und jetzt hänge ich hier in der Felsspalte. Warte mal, ich komme raus aus der Felsspalte. Nee, doch nicht, doch. Kann mich einer vielleicht holen kommen? Wie soll man das jetzt da raus, Pfeiler? Nee, ich bin ja schon raus aus der Felsspalte. Muss hier bloß ja, einer noch an die Ecke kommen. Ja, nein, vielleicht. Ja, Pilot, du bist viel zu weit weg. Mal leid, da musst du selber noch hinlaufen. Jo, no, dann ist es ruhig. Vorher nur die. So, alle schicken. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier auch schon eine kleine Dungeon. Wo wir gelandet sind. Da können wir oben reingucken, fest sind deine Gegner nicht ganz so heftig. Nur als Idee. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich habe schon mal ein bisschen was gesammelt. Ja, mir ist egal, also so wie ihr mögt. Ich gehe dann sonst da gleich am Anfang wieder hin und warte da auf euch. Ja, ich bin ja schon hier. Okay. Ach, wir haben auch eine Kochstelle. Ich hoffe, ich hier erstmal ein bisschen was für euch. Ein bisschen was David will erstmal abladen. Ne? Ich will erstmal gleich zurück und abladen. Ja, ich habe auch mal so gerne geholt. Okay, sehr gut. Ich mach hier, da wo wir porten, erstmal essen, ja? Oh, keine schlechte Idee erstmal. Wo sehe ich denn, wo ich gestorben bin, Leute? Das ist so ein blauer Strahl, den siehst du, wenn du da. Du siehst deine Leiche im. Ah, da. Gaming-Modus, ja, noch. Nein. Wir klettern rüber. Was zu essen für mich, Jusen? Weil sonst suche ich mir noch was, so lange wie David noch rumstreunt. Nee, ich hänge. Nein. Ach komm. Leute, redet nur einer mit mir? Ja. Okay. Was los? Wie gesagt, ich habe Jusen gefragt, ob er noch was zu essen hat. Oder ob ich noch was holen gehen soll. Und, war gerade festgebackt. Mein Server hat gerade auch gesteckt. Okay. Aber Jusen ist nicht mehr da, der antwortet nicht. Ich glaube, das ist deswegen geleckt. Oh, das kann gut sein. Ich glaube, der ist weg. Aber ich habe immer noch keinen. Wieso? Kein... Ich bin nicht weg, Leute. Ich habe nur Pipi gemacht. Ah, okay. Digga, Alter, wir reden die ganze Zeit mit dir und wundern uns, wo du bist. Ich habe gesagt, ich gehe kurz Pipi machen. Okay, dann haben wir das nicht wahrgenommen. Aber ich sehe auf jeden Fall, ja, wo ich rumrenne, sehe keine roten Beeren an irgendeinem Strauch. Ja, weil ich schon alles abgeerntet habe, glaube ich, in der Nähe. Hm.
Aber ich muss doch erstmal schon mal essen für euch hier. Damit wir gleich in die Höhle gesättigt und voll fressen hingehen können. Okay. Damit ihr macht ihr erstmal versucht ein paar paar Kreaturen zu fangen. Dann geht das schon. Aber was brauchen wir denn? Schafe bestimmt erstmal nicht, oder? Katzen sind nicht schlecht. Ja. Ja, wenn du, sag ich mal, ein männliches und weibliches Schaf erstmal auch eine, dann ist das auch nicht verkehrt. Wir haben doch schon vier oder so. Aber sind diese alles männlich und weiblich? Dann können wir sie rausnehmen und dann schlachten. Also, ja. Ich meine. Feier mal Schlachtefest, Leute. Ja, nee, aber Katzen sind, wie gesagt, jeder, wenn du wirklich Farm gehst, solltest du 5 Katzen im Inventar haben, weil dann hast du einfach 300, 400 Dings mehr. Aber so solltest du von jedem erstmal 10 fangen. Dann kriegst aber du. Aber ich fange jetzt hier nicht die Standardscheiße. Ich gucke jetzt einfach, wenn wir in der Höhle sind. Da habe ich meine 7 All Shares oder so auf. Pokebälle. Fertig. Weil die können wir ja auch noch auf dem Rückweg fangen, wenn wir noch welche über haben. Oder? Wie gesagt, ist gut für XP. Ja, aber ich brauche die. Ich fange noch lieber mit euch erst welche, die da in der Höhle sind, und dann auf dem Rückweg noch ein paar Standard, anstatt. Naja, aber wenn du dein ganzes Inventar voll mit Katzen hast, dann kannst du halt mehr tragen. Warum liegt da? Ah, okay. Jo. Boah, ja, habe ich nicht. Katzen fangen. Die Katzen sind immer gut, weil die auch arbeiten quasi. Deswegen. Hab aber keine gesehen, David. Weißt du irgendwo hin und suchst dir welche? Aber ist doch egal, wir können doch jetzt trotzdem da reingehen, oder? Achso, nein, ich würde jetzt weggehen, oder ich packe alles in die Kiste, geht natürlich auch. Achso, du brauchst doch Essen. Wieso nicht was sagen? Oh Gott. War noch nicht so eine coole Rüstung. Ist ja auch so ein Stoff eigentlich, mehr oder weniger. Stoff-T-Shirt und Stoffhose. Stoffrüstung. Okay. Wo willst du denn hier eigentlich rein? Macht uns jetzt noch Essen und dann wartet so der Plan, oder? Easy? Genau, da in das Ding rein. Nein, das geht da, wo ein Hebel ist, Dicker. Bist du doof? Das ist ein Hebel. Der Brücke. Okay. Ich bin Level 8. Ich bin gerade erst 6 geworden. Schon ein ganzes Weilchen Erz abzubringen. Das schrumpft quasi. Naja. Was dauert. Dauert. Erstmal gleich alles in der Kiste, was ich habe. Mach das weiter. Ich weiß ja nicht, ob wir uns für Notfall noch einen Zweitspeer oder irgendwas einpacken wollen. Ja, das Material zum Craften haben wir. Lass mir vielleicht irgendjemand diese komischen Skeletten machen, dass ich ein paar versuchen kann zu fangen. Die was? Dieses Sphären. Okay. David?
Kannst du mir mal tragen? Helf mir, ich kann mich nicht mehr bewegen. Klassischer Fall da. Nö. Oh oh. Da wird doch gedämmt, bisschen böse. Oh weia. Bitte? Es liegt schon da. Ich kann es wegkommen. Bitte. Bitte. Weiß. Alle einfach R drücken. Hatte ich eh doch nur eine Sache. Oder Rechtsklick machen, dass du das immer noch rüberziehst. Wenn du jetzt nicht anfängst, dir das abzugewöhnen, dann stehst du immer noch. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um mich bei meiner Maus damals bei Call of Duty Warzone mich dran zu gewöhnen, dass ich auf den Seitentasten nachlade, mich heile und die Primärgranaten werfe. Aber nachdem es dann irgendwann mal drin war und man wirklich in Warzone 1 mal seine 100, 200 Stunden drin hatte, dann war es halt echt geil, ne? Weil ich komme bei jedem Spiel durcheinander. Wir zocken halt recht viele Spiele. Meistens nicht überlange. Ja. Die Jusen, das dauert ja noch ewig bei dir. Da kommen noch 10 gegrillte Bären und dann kann ich erstmal euch allen was zum Essen geben. Schön. Dann geh ich nochmal Holz hacken. Ja, du hast ja alles hier in die Kiste hinter Ball angefangen. Ja, genau. Das ist der Problem. Und XP. Ach, ist jetzt eigentlich, wenn ich vorne im Bereich aufhöre, lädt sich dann die Ausdauer schneller auf? Vielleicht, kann sein. Das probieren wir gleich mal um. Ich weiß gar nicht, ab wann der rote Bereich losgeht. Jetzt ist orange. Okay. Ich bin recht zügig. Beim roten haben wir, glaube ich, 2-3 Sekunden Wartezeit, bevor es sich auflädt. Gucken wir mal. Achso, ja, okay. Okay. War nicht ganz runter. Erstmal was bei. Wenn sich David jetzt noch ausrüstet, könnten wir eigentlich reingehen. Ich komme jetzt zurück. Hat mir irgendwelche jemand jetzt diese Bälle hergestellt? Nee, war. Nein, nein, ich war wegen der Truhe. Man kann aber welche herstellen. Was brauchst du dafür, Jürgen? Brauchst du den Kristall, den blauen? Ich brauche Kristall, Holz und Stein. Ja, ist alles hier drin. Okay, nehme ich. Da kannst du erstmal ein paar herstellen, du. Das alle so, denke ich mal, oder? Ja, 7 habe ich schon. Weiß ja nicht, wie viele Okay. Ich brauche mindestens 200 Steine noch, die nicht verbrauchen, weil die Dinger sind arschteuer an Stein.
Ah, okay. Genau. Weiß nicht, wie viel drin ist. Okay, also, dann mache ich. Ich habe Essen, ich habe Werkzeug, hab was zum Zuhauen. Dann lasse ich 200 drin, ja? 200 Steine. Kannst du mir mal noch eine Axt und eine Picke herstellen, Jusen? Ich. Ja, das dauert jetzt noch ewig. Ne, warte, dann mach ich nur 10 davon, dann kann ich das ja abbrechen. Achso, der nimmt erstmal, was ihr braucht. So, ich hab 7. Okay, du brauchst keine mehr, Devil. Brauchst du noch ein paar? Devil Plant. Devil Plant. David, geh doch gleich nochmal ein Stück weg oder willst du sterben? Okay. Ist er hot chick, ja? Hey, ich will es abbrechen, das geht nicht mehr. Muss David da sein Viechchen wegnehmen? Jetzt wirst du es eigentlich abbrechen können, Lucy. Jetzt habe ich. Okay. Ich glaube, ich habe es eingesammelt. Na, nee. ich hab genug, ja. Achso. Dann wollte ich mich mal kurz zurück und tue mein Feuer für, ja? Mhm. Wo war nochmal das Portal hier? Eine Fläche weiter runter. Nee, runter nicht hoch. Portal oben. Hoch, ja. Wo willst du denn jetzt hin, Jose? Mein Feuer für holen. Und zu Hause, oder was? Ja, ich will kurz zum Tempo. Bogen oder sowas braucht man nicht, David? Keine Ahnung, müssen wir da rein. Kannst du einen herstellen? Mit den Sachen, die wir haben? Ja, aber Pfeile sind teuer. Wie gesagt, ich würde halt, es kostet halt alles Stein. Ich würde halt erstmal, dass wir in der Basis uns so ein Steinlager bauen, dass sie uns automatisch Steine kriegen, weil das kostet halt, wie gesagt, 200 Steine. Darum ging es mir halt. Aber man kann doch auch. Wenn wir eine Quelle haben, wo wir unendlich Stein herbekommen, dann. Würde es, glaube ich, mehr Sinn machen, wie wir jetzt die Steine für Ausrüstung und sowas. Wir wissen ja nicht, was da drin ist. Dann sind wir Level. Ja, aber theoretisch kann man nachher auch einfach zusammen 20 Minuten Steine farmen und dann ja, dafür hätte man ich ein paar jetzt gerade Steine. 500. Ich habe ja gerade. Ja, das reicht ja nicht. Es wäre ja besser, wenn wir eine Quelle haben, wo wir permanent Steine so herbekommen. Ja, ich verstehe. Und dafür habe ich ja jetzt gerade Steine gefarmt. Das wollte ich ja jetzt eigentlich machen. Weil wenn wir die Viecher bei uns im Lager haben, die alles passiv herstellen, dann. So, wollen wir jetzt da reingehen? Ist Rusen denn schon wieder da? Ich bin wieder da, ja. Ich wollte hier gerade den Stein noch wegkloppen. Wenn er mir kurz hilft, dann geht's schneller. Ach, Mann. Kannst du denn nicht aufhören, aber lass den Stein. Nein, er muss weg. Was man angefangen hat, muss man beenden. Ich bin ganz ehrlich, bei deiner 20er Rose will ich nicht unterstützen. Ihr will ich sonst eine Rose. Was kommt jetzt? Ich sag gar nichts. Alter, er. Er. Nein. Den gewinnst du nicht an, also. Dann raus. Mach mal Rechtsklick.
toll. Und jetzt? Weiß nicht. Also meint ihr jetzt nicht hier, dann mit dem zieht man und dann ist er gut. Nee. Ich weiß auch nicht, wo, wie wir da durch die Steine kommen sollen. Es war ein Irrtum, man konnte nur was aufheben, Leute. Es tut mir leid. Solltest du auch, Digga. Solltest du auch. Du hast gesagt, aber ich bin dumm. Ja gut, das hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Und jetzt? Ja, genau, nach Hause. Dann wollen wir hier die Ressourcen alle mitnehmen und überhaupt oder wollen wir erstmal hier lassen? Ja, das mitnehmen. Nee, geht nicht. Also geht das nicht. Wie viel? Dann nimm, was du dran kannst, ohne über da zu sein und dann lass den Rest drin. Kann auch noch was nehmen. Mhm. Nicht überladen sein. Nicht überladen sein. Immer noch? Pella, hör mir zu. Nicht überladen sein. Gib dir gleich. Du musst halt einfach ruhig bei meinen Worten lauschen. Nicht überladen sein. Also was für Stein und Black Case ist nicht wichtig erstmal so krass. Und wenn wissen wir es doch, wo es ist. Geht jetzt nur um die wichtigen Sachen so. Danke. Du bist mir auch wichtig. Soll ich das jetzt auch mitnehmen, ja, aber? Nee, ist nicht wichtig. Okay. Kühlschrank wäre cool, weil das zerfällt ziemlich krass hier. Mhm. Ach, Yusi. Ich wusste nicht, dass der Zerfall hier so krass ist, sorry. Achte auf mein Haupt. Leder am Bau. So. Bumbeldi-bum. Hallo, meine Lieben. Was geht ab? Was wollen wir gleich tun? Einiges noch zu entdecken, Dicky. Aber wir kommen ja schon in den ersten Höhlen nicht klar, also. Ja, Höhlen heißt nämlich oberseits. Ja, wir brauchen ein Level. Man kann uns ja aktuell nur einen Speer machen. Aha. Wir können nochmal probieren, das Vieh hier oben, diese Pflanzen-Dings anzugreifen. Mit Speer vielleicht. Ich brauche erstmal ein Tiergehege bauen. Kling, 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 kling.
Okay. Haben wir denn vielleicht, noch irgendwo 20 Steine gebracht? Oh, 160 Steine haben wir. Ich nehme mal 20 davon. Eigentlich dieses fucking Beet herstellen können. Wir reisen ja, jetzt noch ein paar Mal hin und her und holen den geilen Stuff zu uns ins Lager. Das Beet mache ich in der Nähe mal von der Kochstation, bis jetzt da ist, ja. Ich hab das Beet auch schon gesetzt. Oh Scheiße, man kann ja bestimmt. Das Beet, was du da hast. Das ist ein Tiergehege, wie das heißt, oder Bärendings. Aha. Was ist eigentlich das Bild, was ich jetzt hier habe? Ehrengarten. Wo bin ich denn hier? Wo bist du denn? Halt. Das ist ein Häuschen, was du hier hingestellt hast. Fusen, komm doch einfach zu mir, verdammte Axt, Alter. Ach, da willst du die Beete hin haben. Ja, wegen Wasser in der Nähe. Okay. Das ist ein kleines bisschen alles so ein Trend, sag ich mal. Bin ich mal gespannt, ob der Stuff noch da liegt, den wir da fallen lassen haben, Leute. Ansonsten kannst du das andere Ding auch noch bauen, das Vieh-Ding. Oder das? Ein Stück weiter weg, irgendwie hier so in die Richtung. Nein, das Ding würde auch hier ganz geil aussehen bei dem Ding. Jusen, wir dürfen das nicht zu nah machen. Du unterschätzt manchmal, wie groß die Viecher werden. Wenn du da so. Du weißt doch, dieses 35er Baumvieh, weißt du? Ja. Wenn das für uns Bäume abfärmt. Ja. Es wäre praktisch, wenn daneben gleich noch so ein Vieh-Ding wäre. Nein, wäre es nicht. Weißt du? Bin ich gerade blöd deswegen oder wie lege ich denn den Schaf ab, Mann? Steht vielleicht rechts? Lass uns mal werfen. Jetzt brauchst du Holz. Dann kann ich das Ding machen. Och Mann. Ist egal, was ich drücke. Ich krieg sie mehr aus der Hand. Och Mann. Dadurch kann ich auch nicht an Kisten rangehen, David. Doch, muss einfach rechtsklick, glaube ich, war das. So geht doch. Kann ich machen, was ich will. Ich hab's doch voll aufweg gekriegt, Beider. F. F, okay. Steht da aber nicht. So, denn. Drück mal E. Drück doch gleich E. E, F. Drück's doch einfach. F. Gras usen. F. Weil du kannst nur Werkbank upgraden, wenn du willst. Go, Peiler! Gleich. Jetzt noch mal schnell rüber. Als nächstes bräuchten wir eigentlich einen Holzfäller-Typ noch. Irgendwie glaube ich, hier auch Holz fällen kann. Ja, okay, nice. Also wir brauchen nicht mehr Steine und nicht mehr Holz suchen. Wir können uns auch selber hier einfach ranstellen und selber farmen. Jetzt ranstellen und selber farmen.
Also unendlich wachsendes Holz. Okay. Wenn du es an den Beeten farmst, meinst du also? Ja. Ah, okay. Sondern es dauert natürlich deutlich länger. Aber wenn du nochmal so 3-4 Holz brauchst oder so, kannst du auch selber klappen. Ja, wir haben hinten in dem anderen Lager noch 600 Holz oder so, also. Die Viecher wissen bloß noch nicht, wo sie jetzt so richtig hinpacken sollen, merke ich gerade. Ach, eigentlich sollten die das in die Kiste daneben packen. Ja, links, aber die packen nicht in die Kisten, wie sortiert ist, sag mal. Das wäre doch richtig cool. Da lässt es doch schon arbeiten wie Sklaven, ja, David? Ja. Kleiner Schlawiner, du. Der Judith. Müssten wir eigentlich noch ein paar Level machen, oder? Ah, okay. Wo kommen die Viecher hierher und ernten bitte? Schuldig. So, können wir das gleich in die Kiste machen würden. Mag mir einer vielleicht ein paar Klamotten machen? Ja, also. Ja, du bist der Crafty. Ich mache hier nur das Essen und die Beete. Ich stelle dir hier mal den Futtertrog hin, da musst du Essen rein und wenn die, weißt du, rechts guck mal, ist das eine schon hungrig. Aber was für Essen kommt da rein? Mach irgendwelche Beeren in deinem Leben. Rüstung willst du haben? Brauchst du ein Equipment noch irgendwas? Ich hab halt noch keinen Bogen. Keine Rüstung, keine Pfeile. Ist relativ... Naja, ich weiß nicht. Bogen würde ich halt auf den nächsten sparen oder so. Rüstung kannst du jederzeit reparieren, die geht nicht kaputt. Achso, ich bin ja mal so eine, ich stell mal drinnen so eine Reparaturbank hin. Mhm. Warte ich nicht kurz. Und ich würde halt die Werkbank eigentlich noch so weit upgraden, bis wir quasi noch einen zweiten Teleporter bauen können und dann können wir auf Reisen gehen, weißt du? Dann können wir irgendwo einen Teleporter einsetzen und dann wieder zurück teleportieren. Mhm. Das wäre, glaube ich, am. Ich war da ewig zurücklaufen müssen. Ich bin gerade mal die Türkante hochgeklettert, David. Was man nicht so tut, ne? Spider-Man. Ja. Auf jeden Fall. Ich baue mal hier so ein Reparaturteil hin. Das sieht aus wie so ein Schleifstein. Oh. Da kann man seine Sachen reparieren. Ist aber so gut hier am Salzwasser, Jusen. Musst du da nicht extra gießen? Nö, das ist jetzt nicht so ganz empfindlich. Da
Haben wir denn noch irgendwo Samen? Warte kurz, Beile. Ja, ich hab alles Samen, die wir haben, Alter. Warum rennt ihr denn weg, Lina? Ihr sollt warten. Ich steh doch hier. Ja, nachdem du an mir vorbeigerannt bist. Aber haben wir jetzt die ganzen Bären reingeballert? Du hast die doch. Hier sind keine mehr drin. Nee, die haben sie irgendwo hinsortiert, die Typen. Aber ich weiß nicht, wohin sie es reinsortiert haben. Wahrscheinlich da, wo Bärensamen drin sind. Ich glaube, die schmeißen das wirklich dahin, wo Bärensamen sind. Dann gibt es keine Bärensamen. Okay, die schmeißen hier auch was in die Kisten hier draußen rein. Also. Aber nö, wir haben keine Bärensamen. Cool. Wir kennen es da, ich brauch Bären. Lass mal meine Bären. Die sind alle gegrillt worden. Die gehen gleich auf den Grill, meinst du? Nee. Ja, hier sind doch sechs Bären so in einem Trog. Nur Stacks haben die ganze Dings gemacht. Vielleicht haben wir gegessen schon, ja. Okay, wir machen das in den Futtertrug rein. Anscheinend. Okay. Da kommen sie wieder an hier ran. In der ganzen Zeit, wo wir spielen, noch keinen Busch gesehen, wo Bären dran sind, aber cool. Dabei. Okay, die killen sich alle gegenseitig. Muss ich die Pokebälle erst ausrüsten, ja? Du musst einfach nur Boot drücken. Dann hast du sagen. Ich hab so zwischendurch mal 2 gedrückt und die Dinger geändert. Du bist mit dem Mausrad hast dich bewegt. Geht. Komisch. Okay. Die nehmen quasi die Truhe, die am nächsten dran ist, und packen das da rein. Oh, okay. Okay, dann guck ich gleich nochmal in die andere Truhe. Mit dem Kiesenbild. Oh, das eine ist krank. Warum ist das eine krank? In die Kiste. Sieht ja auch aus wie ein Zelda. ...458 Goldmünzen und 3 Brote. Ist das gut? Vielleicht. Ich hab nicht. 458. Hühner brauchen wir erstmal nicht, wa? Na, kommt drauf an. Also männlich, ich glaube, wir haben nur 2 männliche Hühner gehabt. Wenn du 2 weibliche fahren könntest, wäre nice. Ein bisschen Brot gebackt. Mal gucken. Vielleicht kommen ja noch welche. So eine Katze.
Katze noch mit. Beziehungsweise, doch ja. Ja, wir können am Ende auch schlafen, das ist ein Statuen stellen. Ah, ich kann nicht mehr als eins rufen, ne? Ne, es kann nur eins draußen sein. Ah, okay. Verstehe. Oder okay. Später eins zum Fliegen, eins zum Reiten, eins zum Schwimmen, eins zum Kämpfen und eins zum Farmen. Mhm. Beziehungsweise habe ich auch welche, die Angriffsgeschwindigkeit haben. Können die auch klettern, oder? Du kannst klettern, ja. Und die Viecher? Und ansonsten rufst du ihn kurz zurück und schmeißt ihn wieder hin. Wenn ich hinterher klettere, dabei bist du hinterher klettern. Ja. Oh, okay. Glitch wieder runter. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, ne? Achso, da nicht an den Hügel, sondern gerade die Wand hochklettern. Ja. Doch, hat eine Erfahrung. Ist noch eine Truhe. So, mit Ruhe. Geht's hier rum? Da geht's rum. Das ist aber nichts weiter. Nur mal hier. Auch lame aus. In der Ecke. Nischt. Hier ohne nischt. Gehen wir mal höher. Ich hätte mir mal den Gleiter vielleicht vorher basteln sollen, den hätte ich zurückgleiten können. No. Oh, man kann auch scrollen, dann muss man da oben nicht immer bei den Menü 1 und 2 drücken. Ah, okay. Wir brauchen 30 Holz. Wir müssen als nächstes echt ein Holzsammelviech holen. Obwohl, ich kann ja schon mal gucken, vielleicht können wir ja schon ein neues bauen, aber ich glaube nicht. Wir müssen ja bloß rausfinden, wo die Monster sich befinden zum Holzsammeln. Ja, welche das ich glaube, du kannst ja auch anzeigen lassen, wenn du das Monster einmal bekommen hast, wo du die Viecher findest. So ein bisschen wie beim Pokédex damals. Aber da musste man, glaube ich, noch durchs Gebiet laufen. Damit man das angezeigt kriegt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe so lange kein Pokémon mehr gespielt. Da hat Yuzi vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, du musst es einmal gefangen haben, dass es dir anzeigt, wo die sind. Okay. Gesehen. 74 zu unserem Material verschwenden oder was? Greif an! Wen meinst du denn? Und bei wem kann ich wohl zugucken? Achso. Ist auch David? Der meckert an mir rum? Hat er so nicht gesagt, ne, aber. Ich mal rote Bären gefunden. Hast du schon die FIFA umgebaut?
nee, weil uns ja Holz fehlt. Viel Platz! Arschduster. Ja, Block. Was war gut. Okay. Dann war er da tot. Oh fuck. Level 5. Mal gucken. Oh, drin bleibt. Bleib drin. Yes, ja. Machen wir gleich den nächsten. So, Pfeiler, die Bäume bei uns an der Basis. Oh, ich hab keinen Ball mehr. Relativ schön. Ja. Ich kill dich! Okay. Mein Pokémon ist tot. Oder? Na, dann drück 3 und machst mir so raus. Echt jetzt? Was für ein Pfeil? Du hast doch mehr Pokémon 2. Also ja, aber kann ich den wiederbeleben? Später. Du musst du in die Basis packen. Braucht er 10 Minuten, lebt er wieder. Ist ja blöd. Das Pokémon sterben? Du hast die nicht so nebenbei wieder hochheilen kann mit einem Trank oder wie? Ja, doch, doch, klar. Später, klar, gibt's. Gibt's, klar, aber können wir nicht herstellen. Alles klar. Deswegen, wenn du da bist, dann drück einfach 3 oder 1 und dann siehst du ja links, wie das wechselt zwischen den Viechern. Genau, und dann schmeißt du den nächsten raus. Also das ist, wenn du blaue Steine siehst, immer blaue Steine mitnehmen. Das ist halt, dadurch kriegen wir Pokebälle. Und viele andere Sachen auch. Also Steine sind wirklich sehr wichtig, blaue. Die möglichst immer mitnehmen. Komm erstmal zurück und gib meine Pokémon ab. Aber hier in der Nacht sind ja diese komischen Geister unterwegs. Hm. Die könnte man auch alle fangen. Pfeiler, du kannst einfach weiterfangen. Die landen bei uns in der Box. Okay. Also du hast keine Pokebälle mehr. Aber selbst nee, dann, wenn du keine Pokebälle hast, dann sammelst du ein bisschen Holz, ein paar Steine und ganz viele blaue Steine und dann stellst du einfach eine Werkbank, kannst du ja jederzeit hinpacken. Ja, aber ich wollte eher einmal zurückkommen. Oh, hab sogar einen auf dem Boden gefunden. Ja, das war ein Loser herum. Nein, greif es nicht an. Platt, Junge. Auf
geschießen. Ich glaube, ich bin voll in die falsche Richtung. Aber da ist ein Teleportstein, wenn ich da hinkomme. Dann kannst du dich auch teleportieren, ja. Aber ich bin da, wo die ganzen Feuerfüchse sind. Und da ist ein orangener Teleportstein. Ah, okay, ich bin noch weiter nach oben gelaufen. Alles klar. Ich mal wieder runter. Werden die denn wiederbelebt? Ah ja, okay. Wenn man die in die Box packt, läuft die 10 Minuten Counter runter. Ich verstehe. Eins behalten wir. Haben aber nicht gerade viele Viecher, ne? Oh, mein Geistvieh ist dabei. Was kann das denn? Okay, das ist das immer noch, was mich irritiert. Dass wir... Ich sehe zum Beispiel andere in der Box. Das heißt, die Box ist personenspezifisch. Das Geistvieh mit. Cool, ja. Ich häng mal an der Tür rum. Mach das, Spider. Jedem seins, jedem seins. Nehmt euch Essen. Ich hab ganz viel gemacht. Alter, hast du Fleisch oder was gefunden? Nö. David, du? Ach, der ist gar nicht in der Base. Oh, ich hab keinen Ball mehr. Oh, ich hab sowas gefunden. Irgendwie weiter. Was denn, Fleisch? Mhm. Ich hab wieder unten da. Brennen, nee, die haben gebrannt. Nee, die brennen, weil sie durch die Funky gelaufen müssen. Sind. Hier, ich bin beim Portal-Ding. Ja. Wer an und zu kannst mir auch alles geben. Genau, alles, alles, alles. Kriegst du einmal alles? Bitte sehr. Wie die Viecher das alles wegtragen. Ja. Aber nur das. Ne, ja, Leute. Wir brauchen unbedingt Holz, Alter. Vielleicht brauche ich Holz. Steine haben wir erstmal, aber Holz ist echt Mangelware bei uns. Ja, sonst kannst du nicht wieder hier hochklettern und ein paar Bäume fällen? In der Nähe sind doch ein paar. Jo, könnt ihr gleich machen. Du musst ja nur ein bisschen hochklettern und dann ein paar Bäume wegfällen. Jusen macht das Essen. Ich hab 256 Holz geholt. Ist das wohl schon weg, David? Nee, ich hab's auch gerade erst in die Truhe geschmissen. Den Umweg genommen, aber passt schon. Eisschutzbogen. Okay, sammeln kann der wohl auch nicht doll. Dann musst du in deine Fähigkeiten gucken. Ich
glaube, hatte der aber drin. Sammeln hat er drin, ja. Nee, sammeln ist was anderes. Er kann nicht das Holz einsammeln, was hier liegen bleibt? Nee, ist ja glatt, das Sammeln. Obwohl, hat er. Ah, weil ich ihn nicht gefunden habe, kann ich ihn nicht angucken. Ja, aber guck mal, er bringt dir doch Sachen, oder nicht? Handwerk, Transport. Ich habe bloß gedacht, er kann mir was abnehmen. Nee, du kannst die Katze auspacken, wenn er so mit dir Stein sammeln soll. Okay, also Katze macht dann nur Stein, ja? Und Holz braucht man noch ein Vieh. Genau, Holz haben wir noch kein Vieh. Ja, mega. Ach, wir haben schon wieder viel zu viel gesammelt. Du kannst mal unten rechts deine Werte erhöhen. Du hast sechs Punkte, hast du noch nie gemacht. Leider. Im Inventar Werte erhöhen unten rechts. Blinkt die ganze Zeit. Das da. Unten da. Jetzt alles auf Gewicht und machst du Enter. Na nice. Hättest du mehr Katzen bei, hättest du jetzt schon 800 Gewicht. Ja, ich weiß, aber ich habe gedacht, ich finde auf dem Weg noch wieder 3-4 Stück und deswegen habe ich keine mitgenommen. Wie gesagt, wenn du ein volles Inventar hast und sie weiterfängst, dann so bei dir in der Box. Naja, das weiß ich ja, aber ich habe trotzdem keine mit. Aber ja, aber klar, kannst du dann natürlich auch Katzen nehmen und dann mit denen. Du erkundest und sammelst ja noch ein bisschen nebenbei, weil ich würde mir jetzt mal kurz Essen machen. Ich würde auch gleich noch mal eine Pipi-Pause machen, ein paar Minuten. Eine Raucherpause und mal mein Frauchen fragen, ob wir vielleicht noch länger machen können. Oh, ich fahre Hunger. Nein, ich sterbe ja nicht. Und wieder nicht zu essen eingepackt. So ist das. Ich koche extra so viel. Ja, aber ich pack's immer wieder raus zwischendurch, weil ich denke, ach, gehst du bloß kurz um die Ecke. Und dann... Ja. So. Level 7, aber die Jungs sind vielleicht schon ein bisschen höher. Wenn wir uns denn in so einen richtigen Monster einpacken, können wir ja nochmal in so eine Höhle starten. Hey Digga, die Höhle, die wir bis jetzt gefunden haben, die ist zu heftig, nein. Nee, aber wir sind ja ohne Viecher reingegangen. Wenn ihr da ein paar Viecher mitnimmt und wir sind ja jetzt selber höheres Level, sollte es doch eigentlich klappen. Also mein Plan wäre höchstens noch eine Exkursion, weißt du, was ich meine, machen, denn über Land. Und vielleicht hier und da mal interessante neue Viecher fangen. Überland. Ja, Aufland. Wissen, was für Fähigkeiten hat dein Feuerding eigentlich? Oh, möchte ich nicht reden. Also hast du es dir noch nicht angeguckt? So gar nicht, ne. Ja, okay. Wo sehe ich das? Ich habe auf ihn raufgeklickt. Aber Foxpack-Geschirr benötigt. Okay, ich kann nichts machen ohne das Geschirr nicht. Ein Arbeitsvieh. Du bist bei Team draufgegangen und dann hast du auf das Vieh. Genau. Drauf. Genau. Aber ohne dieses Geschirr, wie gesagt, kann ich nichts machen. Aber was steht denn rechts? Da muss auch irgendwas stehen.
Der Angriff 106, Verteidigung 97, Arbeitstempo 91, Eignung, Feuererzeugung Level 1. Mehr nicht. Das war kein Sammler, das ist kein. Nö, das ist Feuererzeugung. Achso, doch, Feuererzeugung, ja gut, das ist später für den Spelzofen. Okay. Ah, okay. Beziehungsweise auch zum Kochen. Wir können ja später so eine Kochstelle machen und dann stehen die da und pusten die ganze Zeit Feuer drunter und machen den. Ah, okay. Also soll ich den jetzt lieber erstmal nicht mal mitnehmen oder was? Doch, du sollst ihn bloß nicht verlieren oder mehr davon sammeln. Ja, beziehungsweise den kannst du, glaube ich, auch, wenn du den ausgewählt hast und der rumläuft, kannst du F gedrückt halten, dann kannst du ihn, glaube ich, als Flammenwerfer aufnehmen. Gedrückt, was? Na, wenn er draußen rumläuft, steht unten in der Mitte irgendwas. Warum rennt er von mir weg? Er rennt dann zu dir, Eck. Vielleicht mach er dich auch einfach nicht. Vielleicht will er zu mir. Wie weit gesperrt ist, denke ich. Ich brauche echt dieses Geschirr erst. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Der hilft mir bei Angriff, aber ich brauche erst das Geschirr. Aber das Geschirr. Zum einen muss ich das freischalten erstmal, ja. Ja, du brauchst jetzt diesen Feuerdrüsen. Leder hätten wir, glaube ich. Ne, wir haben nur zwei Leder. Ach man, Dicker, dann muss ich dich in die Kiste legen. Es tut mir leid. Also, so werden wir keine Freunde erstmal. Aber du wirst auch ein. Fang doch einfach noch mehr davon. Dann macht euer Inventar leer, schnappt euch ein paar Bälle und dann erst geht's dann nochmal zum Hauptspawn und wird aber auch nochmal ein paar Viecher. Entspann dich, erstmal welches der Entspannungszigarette machen. Denn! Will ich erst gleich einen Angriff nehmen. Gravitationsbälle habe ich 14, das müsste ja reichen. Dann kann ich vielleicht echt was. Vielleicht kann ich noch so viel fahren. Was brauche ich denn eigentlich? Männlich oder weiblich? Was soll denn jetzt? Das muss mit Nova nochmal aussehen, aber das ist ja kein Thema. Das ist doch keine Bestrafung. Das ist doch eine Belohnung. Euch gerne und danach ab ins Bettchen und dann haben wir nochmal in der frischen Luft. Finde ich immer ganz gut. So, mit O. Essen habe ich bei. Alle Sachen halt bei. Kugelbälle. Die wollte ich mitnehmen. Hat er mir noch hergestellt. Ich habe jetzt schon wieder ein Pokémon reingerufen. Da. Dann lassen wir den draußen. Wo seid ihr hin, meine Lieben? Ich bin in der Küche. Dann wollen wir denn mal gleich irgendwo hin? Also ich bin schon mal wieder zurückgeportet, um noch vielleicht ein Feuervieh zu fangen oder ein Eisvieh. Ich brauche noch einen Moment. Und den wollen wir noch ein bisschen Fleisch sammeln. Du kannst schon mal ohne mich losgehen, wenn du möchtest, Pilot. Oder beziehungsweise Jusen folgen. Jo. Tut auch. Achso, Pilot, bevor du herkommst, guck mal ins Lager, was wir für Schafe haben. Braucht man männlich oder weiblich? Wo sehe ich denn die anderen Schafe, die hier arbeiten? Nee, wir haben nur zwei. Die sind beide männlich, also weiblich. Na,
Ja, und unten im Lager siehst du ja die rumlaufen. Naja, die hier rumlaufen auf jeden Fall. Das sind nur männliche. Ja, das sind männliche, okay, ich habe hier ein weibliches. Ich aber versuch, David meint ja, man sieht eh nicht das gleiche wie der andere. Also. Nicht ganz leider. Bei mir ist es halt bloß ein Chicken und zwei Mädels an. Siehst du, und bei den Katzen brauchen wir männliche bei mir. Katze männlich und Schaf weiblich. Okay, ich habe ein weibliches Schaf schon mal. Ich gehe mal hoch zu dem Punkt, weiblich, wo ich vorhin war und lauf dir da mal entgegen. Hier ist eine männliche Katze. Mal. Die rennt weg. Nicht gerade männlich. Hm? Vielleicht ist das ein Angsthaus. Wo ist denn mein Eierschneider hin? Mein Eierkapper? Der Eckkapper? Wo ist mein Eierschneider hin? Hat der Eck? Anders hingepackt? Das Vieh kenn ich noch gar nicht. Auf mein Eier. Jetzt haben wir es erfunden. Wir haben das erfunden. Sie müssen Eier in die Schale haben. Warum sind die nicht schon fertig perfekt vorgeschnitten in Scheibchen? In Amerika könnte man sowas locker kaufen. Ich hab gesagt, aber bei hier... den Hühnern Weibchen und bei den Dingern Männchen, ne? Wie gesagt, ansonsten hebt eure Bälle auf für neue Typen. Von so haben wir, glaube ich, fange ich jetzt noch ein paar neue. Geil, ich habe wieder ein Feuerweg gefahren. Bitte, das muss mein Licht sein. Oh, auch Feuerweg. Oh. Ich bin. Scheiße, ich bin kurz reingegangen, instant ins Feuer gelaufen. Instant tot, wenn man das Geistervieh mitnimmt. Oh, okay. Da hinten ist auch noch welcher. Nehmen wir lieber die Brücke. Hey Yuzi. Was geht? Sammel da vorne die neuen. Die weißen Hunde oder wie man die nennen will. Boah ja, bin ich dabei. Einen habe ich schon. Den habe ich aber auch einen. Nein, hör auf! Oh Mann, der killt die ja immer gleich. Okay, okay, ich hab. Ich hab Creamis. Nice, ich hab auch einen gehabt vorhin. Mal gucken, ob ich den anderen noch finde. Nee. Ach fuck, ich hätte nicht töten sollen. Damn. Wir müssen aufpassen, da vorne, wenn wir runtergehen, Yuzi, kommt ein Elefant. Ja, den greifen wir mal lieber nicht an. Jo. Den ignorieren wir auch. Ich würde auch rumlaufen, ich glaube, der ist aggressiv. Alter, 48. Aber da hinten ist Port, hast du schon mal genommen? Ja. Aber wir können auch aber da gerne hingehen und weitergehen. Aber ich habe das Port noch nicht genommen. Na, dann gehen wir da hin. Ich gehe rechts. Es wird dunkel, ich würde lieber ins Lager lieber gehen, oder? Du kannst auch zum Portal gehen und von da aus dann, wenn dann ins Lager hier vorgeht. Richtig. Ja, dann auf zum Portal. Ah, hier ist noch ein Tier. Alter, da vorne ist Level 10 wie so ein Elch. In Pink, Lila. Oh, der ist, glaube ich, gut für Holz. Ja, aber den machen wir nicht, der ist Level 10, Digga. Da habe ich Angst. Wieso, das ist doch fast Level Dings. Also, den könntet ihr schon mal probieren. Also, wenn du den Portal-Dings hast, wenn Jusen mitmacht, dann ja. Oder David, komm durchs Portal, komm schnell hier. Ah, nee, geht ja nicht. Du warst ja nicht. Warte, warte, Pfeiler, ich helfe. Ja. Ich bin immer noch am Eier schälen. Ja! Okay, warte. Und warte, lass mich erst das Portal noch nehmen. Ja, der chillt ja noch. Alles gut, ich greife ihn ja nicht an.
Okay, kurz mal Essen checken, Pyros. Sind alle sättig? Sind alle happy? Mhm. Wo ist es wieder? Bei mir. Ich hab bloß Angst, mein Großes zu rufen, nicht dass es denn down geht. Vor was? Kannst du irgendwie Fernkampf machen? Nö. Das haut auf dem Wasser ab, oder? Das haut auf jeden Fall richtig weit ab, aber da hinten ist Sackgasse, wo es hinrennt. Da geht's nicht weiter rum. Es geht da bloß auch kurz ums Eck, da war ich vorhin. Da ist nichts weiter. Also da ist es eingesperrt. Gut, dann. Möge uns die heilige Derbe beschützen. Ja. Es muss aufpassen, hier sind irgendwelche Magma-Viecher, die wir noch nicht kennen. Ach ne, es sind die Füchse. Siehst du? Hier ist Sackgasse. Da liegt's jetzt. Ich warte hier kurz auf dich. Und dann Geronimo. Wenn's recht wenig hat, gleich einen Ball werfen. Oh, schläft sogar neben einem. Würde ich sagen, oder? Ja, fast. Ein paar Mal zuhauen. Okay, wie es versucht ist. Ja, aus Versehen habe ich das schnell gedrückt. Alles gut. Warte! Noch einmal. Also, wenn sie über 50% habt, dann schmeißen sie über ein paar mehr Bälle. Ich bin down, Jusen. Holst du mich hoch? Jusen, neben dir. Neben dir. Neben dir. Ja, entspann dich doch mal. Ist doch egal, ob du es fängst. Alles gut, alles gut. Ja, aber naja, lass gleich Pokémon hoch. Erst ein. Ja, deswegen. Das Hochholen Paar dauert ewig. Naja. Da wäre Jusen in der Zeit zweimal gestorben. Aber er hätte doch aufhören können zwischendurch. Du hast das Ding, oder, Paila? Du bist zu Hause, glaube ich. Ja, ist zu Hause, ja. Nice. Cool, haben wir das. Wollen wir die Feuerviecher auch noch da vorne die Pen machen? Können wir machen, klar. Eigentlich ist das männliche wichtiger. Rechts. Wir können das Weibliche erstmal killen, wenn du Bock hast. Haben wir einen Gegner weniger. Na, warte mal kurz. Oh Mann, ey. So ist mein. Ist mein Spiel etwa tot? Ja, oh, er ist tot. Oh fuck. Ah, warte, nichts machen, nichts machen. Achso, er ist schon tot, okay. Warte mal, ich probier mal was. Ah, wenn es schläft, kann man es auch einfach, oder? Nee, schade. Nee, wenn es schläft, anhauen. Weil dann macht man mehr Schaden. Noch eins, was ist das? Mal wieder so ein Weißet. Aber wir brauchen ja von allen mehrere. Hier links pennen auch noch welche. Können wir dann hochgehen? Jo. Warte. Komm raus, dann piekse ich dich. Hab ich? Jetzt hier hoch. Aber ich muss nur gucken, wie viel ich noch habe. Ja. Ich habe noch zwei Bälle. Ja. Ist ein Huhn. Okay, ist egal. Huhn ist egal. Okay. Ein Huhn. Was brennt denn hier hinten? Oh, können wir mal hingehen. Ja, das ist mein Zeit. Schon wieder hin. Und so ein grünes Ding. Das können wir einsammeln. Hast du das schon, Yuzi? Nee, hab ich noch nicht. Krass. Das ist wieder so ein Buch. Ja. Was ist denn
ein Ei. Alter, hier rechts, die Eulen. Haben wir die mal probiert? Level 5. Aber es sind mehrere. Komm, wir picken die mal an. Und dann laufen wir zurück. Pick die an und lauf zurück. Komm. Müssen auf jeden Fall ausweichen mit der mit Strong der Ausweichrolle. Ja, wir haben sie, Josu. Okay, warte. Hab's hinter dir noch der andere. Ja, ja. Der Geist kommt da noch. Oh, der chillt noch. Okay, Pfeil. Okay, das wollte ich. Okay, das wollte ich nicht. Du hast so viel gerufen mit Absicht oder aus Versehen? Aus Versehen. Okay, dieser Daydream ist mein Lächer. Was hast du? Was hast denn du für ein Daydream? Okay. Was habe ich für ein was? Das Geistvieh, was ist das? Das Geistvieh bei dir, ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Bei mir im Team? Ja. Weibchen. Oh, da vorne ist ein Männchen. Sind die schwer? Oh, hier ist wieder so ein Portal. Nur nicht von dem Angriff treffen lassen. Das ist so ein langsamer lila Ball, der auf dich zufliegt. Wenn der dich trifft, der macht echt Schaden. Lass uns mal hier zum Portal gehen. Jo. Was brauche ich das, was ich schon habe? Ja. Oder? Ja. Okay, wollen wir angreifen oder was? Mhm. Oh, fuck. Was so? Ich hab kein Pokéball mehr. Okay, gut. Ja, pass auf, du. Na, du vielleicht nochmal rauskommen. Entschuldigung. Guck mal, da vorne ist noch so ein weibliches, weißes Vieh. Oh, hier ist das Truhe, warte. Hm? Ich sag, da ist... Dann geh mal zu Hause durch. Warte mal, warte mal. Hier, das Weibchen will mich mehr interessieren. Ja, alles gut. Ja, das Weibchen. Ich hab noch zwei, Yusi. Aber hier, ist das vielleicht ein Männchen? Oh, hier ist ein Männchen. Ja. Oh, der rennt weg. Na, pass auf. Ja, da kommt, da ist der Elefant. Zwei Stück kannst du killen, wie gesagt. Oh, fuck, der Elefant kommt. Der Elefant kommt. Nee, den so. Interessiert das ja alles nicht. Oder? Nee, das interessiert das nicht. Versuch das Männchen einzufangen. Du hast es getötet, oder? Mein Vieh war's. Ne, das Beispiel brauchen wir nicht. Aber er.
Pulver ernten. Wie Faken. Ich glaube, wir sollten lieber wieder runtergehen. Jo. Du hast keine Kreaturenbälle mehr, oder? Nö. Dann lass das stecken, alles klar. Wir gehen zurück. Ab zum Portal und dann ab nach Hause. Oh, da drüben ist noch was Gutes. Bringt ihr noch Holz mit und blaue Kristalle vielleicht? Okay. Holz kann ich mitdienen. Da vorne sind welche neu gespawnt, Jusen. Zwei Stück. Ein Tor. Aber ich hack hier erstmal ein kleines bisschen Holz. Heute später nehmen wir. Das ist ein Plan, oder? Leute? Was ist das Spawnfall? Da vorne am Tor, wo wir vorhin durch sind, an dem Bogen. Da sind zwei Feuerviecher gespawnt. Zwei Feuerfüchse. So. Und ich kann uns auch noch Pokebälle machen, weil wir müssen hier bloß eine Bergbank hinbauen. Das andere dafür sollte ich dabei haben. Wenn du das mitkriegst, dann gerne. Und dann mach ich das hier. Kannst du vielleicht noch kurz Steine sammeln gehen? Ich bin gerade am Holz hier, aber irgendwie ist der Baum unendlich anscheinend. Der unendliche Baum. Er hat ihn gefunden. Kaputt. Solange wir Holz rausdroppt, ist doch alles gut. Ah, jetzt, so. Okay. Steine brauche, okay. Nee, eigentlich Holz und blaue Steine. Hast du noch blaue Steine, Peiler, oder? Ein paar, ja. Da vorne sind aber auch noch welche. Ich würde hier gleich eine Werkbank hinbauen, wo ich stehe. Also Peiler. Ja. Ja, ist gut. Achso, du meintest bloß wegen der Aussage gerade von User. Alles klar. Es hätte auch sein können, achso, Peiler, dass du so eine Frage an mich hast oder so. Oder mir irgendwas sagen willst. Wenn ja auch so verstehen können, weißt du? Weißt du. Ich will nichts sagen, bin am Essen. Das ist ja keine Ausrede. Stelle welche her, mein Freund. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat eine Katze bei? Die kann mich doch dabei unterstützen. Nice. Doppelt so schnell. Teamwork. Wäre bloß cool, wenn mein Charakter auch noch werkeln würde, weil wir zusammendrücken. Machst du doch. Nö. Ja. Meiner steht nur. F gedrückt halten. Naja, aber die Katze workt halt, also die macht halt die Arbeit, aber man selber macht das nicht mehr, wie wenn man es alleine machen würde. So, Yusi. Soll ich nochmal herstellen oder willst du ein paar abhaben? Okay. Ich stelle gerade nochmal 4 her. Wie viel hast du? 8. Essen. Jetzt zum Team. So, du hast ja noch irgendwo eine männliche Katze gesehen, sagst du. Ah, ich sehe sie. Da waren 2-3 Stück. Mehr habe ich nicht gesagt. Männlich habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ja, ich sehe die 2. Das eine ist weiblich. Das andere ist männlich wieder, okay. Warte, ich rufe das Vieh zurück.
Genau, lass erstmal die weibliche killen, damit wir wissen, die kann weg. Okay. Könnte beide einfangen, oder? Na, wir haben so schon viele zwei weibliche. Der männliche, pass auf, der greift uns jetzt an. Okay, die ist weg. Nee, ist nicht. Jetzt ist sie weg. Okay, jetzt noch ihn hier. Doch, hast du kein Speer bei Jusen? Nein. Okay, warte, 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 warte. Okay, einmal noch. Echtet, echtet, Leute. Jetzt müssen wir wieder Basecap umbringen. Es reicht. Das ist nicht vorhanden. Ne? Oh, guck mal, was hier ist. Julio. Wie gesagt, ansonsten versucht die am besten immer vielleicht einer von hinten abwerfen. Da, dieser Pinguin wäre doch ganz geil, oder? Ich hab Pinguin. Da auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, den brauchen wir auch noch zum Bewässern. Den habe ich auch nicht gesehen. Aber ich glaube, die Hunde, die wir da eingesammelt haben, die hatten auch so ein braunes Symbol. Ich glaube, die kann man auch vielleicht für ein Dings nehmen. Ja, für einen Brenner. Alter, ist der ist zackig drauf. Alter. Lucy, hau doch noch mal zu. Trau dich doch. Wird doch immer zu knackig. Nee. Siehst du? Ja. Ja, aber ich habe Angst, dass er denn tot ist, Mann. Jetzt. Na, also wenn der weiß ich nicht, 80-90% hat, dann könnte er da schon längst draufhauen. Also, du musst noch einmal zuhauen, nur mit der Axt. Jusen. Der geht nicht down. Einmal. Ja. Wird das was? Okay, nice. Deswegen, ihr müsst immer, ohne Witz, ist jetzt schon mal ein Tipp, würde ich immer sagen, immer eine Waffe haben, die auch viel Durchschlagskraft hat, aber halt auch eine Waffe haben, die wenig Schaden macht, damit ihr die kleinen Prozente halt runterhauen könnt. Ja, aber ich glaube, Kritten kannst du auch mit der Axt. Ja, ja, aber du machst trotzdem nur 5 Schaden oder so. Also. Okay, Dave, wir haben ganz viele neue Freunde mit eingeladen hier. Ja. Das ist doch super. Das ist doch super. Nee, die sind bloß Freizeit und Sammler. Okay. Das ist echt scheiße. Oh. Macht der Pinguin? Der macht noch Wässern und Kälte und so. Ja, das ist geil. Was macht eigentlich die? Die macht Holz, ja. David hat recht, 2-mal Holz. Also den Hirsch, den müssen wir wirklich sammeln. Den musst du bei Holz mal reinpacken. Zieh mal den Hirsch bitte, tausch den mal mit dem Schaf aus unten. Ich pack den einfach mal ganz unten links. Besser? Nee, unten im Lager, ganz, ganz unten. Tyler. Dass er im Lager arbeitet, unten gegen Schaf austauschen. Ja. Mache ich sofort. Dann lade ich noch mal ab und dann ziehen wir los oder was? Wo bist du denn hin? Wo bist du denn? Mehr von allem, bitte. Das ist mein Wunsch. Jusen, du bist doch der redende Bratbräter, ne? Das ist falsch. Genommen. Das Ei, okay. Nee, das müssen wir brüten, Dicker. Weiß ich doch nicht.
hat mir gerade gesetzt, dass wir keine Ausbrutstation haben, bringt mir das Ding jetzt gerade gar nichts. Achso, nee, gefangen müssen wir sie nicht haben, aber. Ich hab hier noch was anderes für dich, Lösen. Little Burn, okay. Warum bist du die nicht? Oder an unsere Tiere zu füttern. Das ist doch. Da ist noch Essen drin oder nicht? Na, wo schläft der eine vor Stress? Ich weiß, dass du viel arbeiten musst? Keine Ahnung. Egal! Mehr Arbeit? Richtig. Arbeit, Arbeit? Okay. Den verstehen wir nicht. Den verstehst nur du, ja. Ist er nicht? Arbeit, Arbeit? Mehr Arbeit? Richtig. Sagt euch gar nichts, ja? Nee, gar nicht, nee. Okay. Habt ihr alle Warcraft 3 nicht gespielt. Wo habt ihr jetzt das ganze Essen hingeballert? An deiner Sub gelaufen ist. Welches Essen? Wenn du was haben willst, dann frag mich nicht. Dann kann ja mal gucken am Kühlschrank. Alarmglocke. Ein Seil. Kühlbox. Mit Level 13 kriegen wir die Kühlbox. Dafür brauchen wir Eisdrüsen. Pinguine zuverlässig getötet? Ja, ein. Okay, weil wir Eisdrüsen haben. Haben wir einen. Eine Eisdrüse. Und zwei Giftdrüsen. Ach, in welcher Kiste sind die? Ich habe auch noch ein paar. Hier Eis. Und ich glaube ganz links Gift oder so. Muss ich mal gucken. Digga, das ist kein Eis, das ist Palladium. Palladium brauchen wir für die Bälle. Hier. Josi. Ja, ich bin hier noch am Abtan, Dick. Naja, du wolltest doch die Eisdrüsen, bitte. Die Giftdrüsen, kommen die auch mit rein? Ja, würde ich sagen, Drüsen zu Drüsen. Pack meine auch nochmal rum zu deinen, genau. Dann passt das. Ich habe noch eine schwache Medizin, wo soll ich die reinmachen? Du fragst Sachen, Digi. Du fragst Sachen. Eier muss man ausbrüten, Samen muss man sehen. Also. Leute. Ich will nur Holz hacken. Eine Hütte bauen. Rüstung ist noch okay, nee. Meine Rüstung ist kaputt. Kann ich jetzt hier am Schleifstein reparieren? Ja, ja, nice! Ja, doch nicht. Ah, doch. Habe ich gerade bloß blöd geguckt oder war bloß hier nicht? Nee. Alles klar. Sollten wir nicht noch mehr Stein-Dinger bauen und Holz-Dinger bauen, falls wir jetzt neue Viecher fangen, David? Na, wir müssen das erstmal, glaube ich, mit drei Viechern füllen. Ah, okay. Bei jedem gehen drei rein. Alles klar. Jeder hackt einen Baum. Oh.
Hol ihn. Habe ich den jetzt eingefangen? Ich habe noch zwei Beine. Ja. Ja, cool. Wo wollen wir denn noch mal hin? In welche Richtung? Ich würde ja eigentlich für Jusen ja noch mehr Beete bauen wollen, aber irgendwie haben wir nicht so viele Samen. Aber das ist eigentlich hier mit der Fortpflanzung weiter, weiß das jemand? Anders 47. Weißt du mal, wie es hier mit der Fortpflanzung geht? Nicht, dass wir wirklich männlich und weiblich einfach in so eine Art kleine Hütte reinbauen müssen und dann paaren sie sich ganz viel. Das heißt, probier doch mal aus, Peiler. Bau doch mal so eine Hütte, wie du gerade gebaut hast, und dann machen wir mal zwei Feuerviecher rein. Mach du das doch. Ich glaub, dann. Ja, du fragst doch die ganze Zeit, was du machen sollst, Digi. Ich wollte dir nur Aufgabe geben. Ah, okay. So war das also gemeint. Was fragst du mich, mach einfach, okay? Okay. Ich tu das. Okay. Ich würde erstmal eine Viehfarm bauen, den Bein, ja. Dann tut das denn. Ja, stimmt, Stein müssen wir jetzt genug haben, oder? Oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall ein bisschen was, was ihr sammelt. Das ist ja wieder ein Beet anscheinend, oder? Ja, natürlich. Was willst du denn hier dauernd mit einem Beet an? Ja, weil ich der Einzige bis jetzt bin, der die Dinger scheiße sehen muss und gießen muss. Ja. Das ist ein Bild schon mehr als genug. Ja. Drei Pfeiler, drei Beta reichen noch erstmal. Ja, wie gesagt, es reicht. Also ja. Schön, die Steine dafür hätte ich lieber bei dem Gehege. Ey! Weißt du, ich bau das, was ich will. Ich fahr vorher und du kleines Arsch. Du hast nicht gefragt, ob du noch mehr Beete bauen sollst, Peiler, sonst hätte ich gesagt, bitte nicht. Spur mal in den letzten, 3,5 Stunden zurück fast, und dann gucken wir mal, wie oft ich das gesagt habe. Ja, 3,5 Stunden wusste ich gar nicht, wo wir sind, was denn das für eine Aussage? Ja, nee, habe ich aber nicht 3-4 Mal gesagt, ne? Habe ich nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Beete, es ist sehr krüppig hier, diese Schätze. Dann mach du die Beete, Digga, wenn es so will. Nein, hier, okay. Ich mach ja nichts mehr. Nein, das Gehege will ich nicht. Nee, jetzt, wenn das Tiergehege, bitte ein Tiergehege, ein Tiergehege, mehr will ich nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie man ein Tiergehege baut. Er muss nur erstmal skillen. Hast du Viehgehege schon mal geskillt? Ich guck gleich mal. Wartet ab. Achso, warte mal. Ja, okay. Die Samen brauchst du, Juse, ne? Pack ich bei dir in die Kiste. Hier. Genau. Okay. Jetzt. Komm mal wieder zurück. Das war nicht der Plan. Samen da rein. Gut. Ein Tiergehege. Gut. Punkte. Skillen. Wie baut man ein Tiergehege? Ich denke mal, ich habe keine Ahnung, weil ich bin erst Level 8. Ach, Level 5. Nee, bei Level 5 ist das. Neben dem Beet. Was denkt er denn wohin? Na, Abstand halt ein bisschen, also vielleicht so in die Ecke hier vom Strand oder so. Okay. Tun wir dies? Vielleicht noch ein zweites? Oder erstmal eins? Ich weiß nicht, wie viele Kriterien kannst du reinpacken.
Ich warte mal, bis sie fertig sind. Dann sage ich dir mal, was Phase ist. Weil ich glaube, vorher kann ich dir das nicht sagen. Oh, das dauert aber ewig. Auch wenn wir hier zu viert dran hämmern. Also ewig. Ist übertrieben, aber 20 Sekunden. Zu viert. Ist schon. Ja, deswegen brauchst du auch immer wie der Hirsch da hinten seinen Kopf die ganze Zeit gegen den Baum schält, Alter. Der hätte man echt Biber nehmen können oder so, aber das gibt Kopfschmerzen. So, eigentlich muss ich das doch mit E irgendwie anpeilen können, oder? Ja. Doch, benötigt schon, Farmarbeiter. Steht da. Also bringt uns noch nicht so viel ohne Farmarbeiter. Ja doch, dann nicht gleich. Auch wir sind Farmarbeiter, meiner Meinung nach. Vorher machen wir ein Hähnchen an. Guck mal, das Hähnchen schafft man dahin. Ja, nice. Kannst du dann noch eine Box noch daneben stellen? Dann packen sie es da eventuell rein. Ja, mach ich. Das Problem ist, deswegen brauchen wir auch nicht so viele Beete. Ja, 3-4 Stück reichen doch, habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich die halt schon mal bauen. Ne? Ja, wir haben halt noch nicht so viele Dings, die wir verarbeiten können. Ich drück da mal so oft drauf, Leute. Kann ich denn die Behausungen für meine Viecher bauen? Oder habe ich mich da gerade verlesen? Technologie? Hier unten steht doch. Bedroom. Ah ne, ein Halsband. Mann, Alter. Ah, okay, alles klar. Ja, lernst du und dann baust du das. Ja. Aber natürlich an der Werkbank und nicht auf der Hand. Ne? Ja, wir spielen ja immer noch, keine Ahnung, wie man es immer nennt, aber Paul, Pal, World, wie auch immer. Aber nee, geht ja auch nicht. Also mehr als 7 Viecher kann man nicht draußen rumlaufen lassen, oder wie? Vielleicht muss man da auch für mehr von diesen... Ja, okay. Wir müssen die Station upgraden. Also brauchen wir eine heiße Quelle? Achso, kannst du bist schon Level 9, wa? Ja. Kannst du schon mal einen Ofen herstellen und hinstellen? Ich jetzt, oder was? Ja, dass du den lernst und hinstellst. Heiße Quelle kann ich herstellen, aber Ofen gibt's noch nicht. Achso, dann ist das Stufe 10, das ist dann nochmal eine heiße Quelle. Ja, die Ressourcen natürlich auch. Wo mache ich die eigentlich? Achso, bestimmt bei B wieder, wa? Ja. Ne, da fehlt uns der Saft für. Okay. Ja, wo kriegen wir den denn her? Aus den Kisten, wa? Ich weiß nicht, wo der Saft hat. Treffen können wir den nicht, oder? Was wie eine Saftpresse. Tyler, hast du schon Gleiter? Ja. Füßen hat bestimmt noch keinen mehr. Nö. Also wo wollen wir denn noch hin? Ich weiß halt nicht, wie wir zur anderen Insel rüberkommen. Da schwimmen wir, glaube ich. Ja, sonst decken wir erstmal die restliche Insel auf, wenn wir hier noch nicht ganz alles haben. Hier waren ja doch noch mal recht viele verschiedene
Monster versteckt. Dann müssen wir wieder dahin fort, wo wir gerade waren. Pfeiler, geht noch ein bisschen weiter. Das war schon super. Ich mal gucken, ob ich mich da auch teleportieren kann, aber wahrscheinlich nicht. Ich werde dann auch wahrscheinlich noch nicht was. Wir sind immer aus der Werkbank im Gleichen. Ne, die Map ist auch nicht für mich aufgedeckt. Weil hast du den Gleiter schon genommen? Ne, Jusen, du sollst den Gleiter nehmen. Ja, aber Pfeil ist gerade in der Werkbank. Ich hab schon einen. Nein, der, die hier draußen steht. Ich hab meinen Gleiter mir selber hergestellt, Jusen. Ja? Handarbeit. Ja, aber du weißt schon, dass der gerade gesagt hat, dass ein Gleiter da ist. Ich dachte, das wäre ja eine Werkbank. Ja, und ich hab gesagt, wo David... alles gut, ja. Und ich hab, wo David... Ja, was willst du, Alter? Ich hab gesagt, wo David gesagt hat, willst du den Gleiter? Hab ich ihm gesagt, ich hab mir schon einen hergestellt. Und das ist bestimmt schon eine Stunde her oder so. Ja, aber darum ging's doch jetzt gerade gar nicht. Na doch, und er mich gefragt hat, ob ich noch einen Gleiter will. Und dann ging das Thema dazu, dass du ja auch einen Gleiter brauchst. Oder vorher wartet. Also, keine Ahnung. Ja. Jusen, das bist du für mich. Das hier. Ja? Wie gesagt, ich höre dich beider. Jede Beleidigung trifft mich das jetzt. Nee, ist ja ohne mit Hören. Ist ja so eine Sache mit Sehen, würde ich sagen. Ne? Also, kann ich auch nicht so gut kurz. Finde ich immer noch so cool, David. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Geburtstagsgeschenk. Auch wenn die nicht ins Glas gepasst haben, aber ich finde jetzt sogar besser, dass ich die nicht im Glas zu stehen habe, in so einem riesen Glas drinne, sondern dass die hier auf meinem Schreibtisch stehen. Finde ich sehr gut. Gottesnot! Bett. Das ist super. Wo schläft eigentlich der komische Hirsch? Einfach auf dem Boden. Kannst du für den nicht auch ein Bettchen bauen, David? Wir haben 12 Betten. Ja, aber der braucht ein großes Bett, denke ich mal, und nicht ein kleines. Sonst würde der doch nicht hier enden. Oder nicht? Kann kein großes Bett herstellen. Dann müssen wir wohl mehr leveln. Die bauen hier auch nur ganz langsam ab, weil da ja nicht mehr so viel kommt. Also ich glaube, hier sollten wir auch so eine neuen Dinger bauen. Schade, die schlafen gerade alle. Das ist meine arbeitet. Ja, aber 37 von 9999. Und hier hinten, wo der die ganze Zeit ackert, ist auch 36 von... Ja, weil die sofort hier in die Kiste gebracht werden. Das wird ja auch... Guck mal, wie viel Stein hier drin ist, oder? Jo. Das ist einfach nur, dass die nicht so voll sein können. Die werden ja von den Schafen immer hin und her transportiert. Aber wenn die pennen, dann wird halt nichts gemacht. Okay. Also, ich habe Essen, ich habe 4 Bälle. Ich habe 6 Bälle und habe auch Essen für alle dabei. Hab Waffen und wir könnten, wenn wir wollen, einmal in irgendeine Richtung losziehen. Alles andere hämmert und klopft ja. Na, ich würde sagen, Dave muss erstmal zu unserem Stützpunkt dahin kommen, da wo auch das Portal ist. Und dann können wir uns doch erstmal zu dem Anfangsdings teleportieren und hochlaufen zusammen, oder? Ich will schon mal zu genau. Ziel gehen, dann seht ihr mich wenigstens, wo ich bin. Könnt auch vor teleportieren, laufe ich hinterher. Ich bin damit. Ja. Okay. Pass auf den riesen Elefanten auf, der in unsere Richtung dann kommt. Alter, da ist ein Pinguin nochmal. Männlicher, was für einen hast du eingesammelt? Du fragst. Jusen ist gerade weg. Nee, ich bin wieder da, oder? Ja. Alter, da schwebt gerade ein Hirsch über die Luft. Rechts. Guck mal, wo ich hier gucke. Siehst du nicht den Hirsch, der da auf dem Boden lang schwebt? Nö,
Hier vor mir. Nö, der läuft bei mir normal. Der hier gerade schläft. Aber der ist nur 9. Aber der schüttet an mir vorbei, siehst du das nicht? Nö, der läuft bei mir ganz normal, Digi. Bei uns der läuft alles nicht, bei mir schläft er. Bei mir schläft er und liegt. Ist egal, den nehmen wir mit. Hier sind überall Feuerviecher und alles. Das nehmen wir erstmal mit, bis David hier ist und dann. Erstmal mein Vieh mal machen. Ach nee, man muss ja immer anpieken. Wenn es einmal angegriffen hat, rufe ich es zurück. Oh, der backt da drin. Nee, der hält ihn fest. Stimmt, der hat eine neue Attacke gelernt. Dadurch. Warte mal, wie viel hat er noch? Ja, siehst du, wenn ich ihn wegnehme, greift er wieder an. Warte mal. Warte, Jusen. Nee, es war blöd. Hätte er ihn damit angegriffen, wäre er down gegangen. Aber ist geil, der hat eine festhaltende Attacke. Wie geil ist das? Ich habe keine Pokéball. Alles gut, Yuzi. Alles gut. Mach schnell! Ach, chill doch mal. Ich hau den noch ein, zwei Mal. Hey, ich bin down. Okay. Ja, ich dachte, oh, aber ist doch kacke. Ist doch egal, lass doch weglaufen. Okay, ich bin auch down. Das ist ein Portal, da müssen wir uns so hierher beamen, dann haben wir es wieder alles. Okay. Nicht ganz so leichtsinnig, Leute. Nicht ganz so leichtsinnig. Aber hier rechts, diese komischen Butler, siehst du die? Ja, die brauchen wir auch. Die hätte ich auch. Davon haben wir erst nur einen. Und frag mich jetzt nicht, ob männlich oder weiblich, dann hau ich dir eine, Alter. Aber nee, ich kann da nicht nochmal einen Spawn usen, wir müssen hinten spawnen. Ja klar, aber dann einfach ins Portal und dann dahin. Ah, okay, das geht. Na klar. Na klar, sagt er. Na klar, sagt er. Ja, geh mit meinem Leichnam noch mal ein bisschen näher an das Ding ran. Hab ihn gefangen. Palda, oder kannst du mir hochhelfen, Palda? Hier, neben dir. Er ist voll nett, ja? Ja, moin doch gerne. Hol dir gerne deinen streich. Arsch. Ah, David ist da, okay, cool. Was soll ich nur mal als Portal nehmen? Kommt ihr mit? Ich muss mal meinen Stuff holen, bitte. Boys? Na klar. Alles nehmen. Das war die Weichter raus. Ist ein bisschen chilliger, The Cat. Wir sammeln eigentlich nur alles auf, was auf dem Weg liegt, oder? Und was an wichtigen Metallen rumliegt und dann gehen wir mal weiter hoch, oder wollt ihr da unten... David ist da hinten ja noch. David, magst du hochkommen? Ich würde hier gerne, Yuzi, mit dir hier so in der Ecke. Yuzen, links. Hier so, vielleicht hoch. Gucken wir mal, was da oben ist. War ein Pinguin-Pfeiler. Ja. Okay. Alter, reinpuckt sich nur. Nee, nee. Du müsstest gleich noch einmal. Oder? Doch. Doch, ich hätte gesagt, du hättest noch einmal mit der Axt zuhauen müssen und dann hätte es gepasst. Aber okay. Das ist gut. Da habe ich immer noch keinen. Du, Digga, ich hab schon welche vorhin mit 59 verloren, deswegen habe ich gedacht, wie viele Bälle hast du noch? Warte. Du hast den von vorne oder von hinten angeworfen? Der stand gerade zu uns. So.
Zimmer voll. Alter, wie viel Bälle? Nein, ging ja nicht. Bühnen. Okay, schon. Alle voll low. Sieht eher so nach Anfangsgebiet aus, würde ich sagen. Ja. Hier bei mir hinten sind ein paar Sachen zum Einsammeln. Wir sind voll zurückgelaufen, Jusen. Wir müssen eigentlich mal wieder zum Portal gehen. Echt, ja? Mhm. David ist schon viel weiter vorne als wir. Der ist schon am Portal vorbei. Und wir sind wieder fast komplett zurückgelaufen zum zweiten. Ja, geht auf die Karte. Deswegen waren wir am Anfangsgebiet. Sag nichts, David, aber ich hab's doch gemerkt, ja? Alles gut, alles gut. Oh oh, da ist eine Milizwaffe. Die sind jetzt böse auf mich. Dicke Sachen auspacken oder was sagst du? Ja, geht ab bei euch. Ach scheiße, jetzt habe ich ihn aus Versehen getötet. Ach man. Ey, den Typen können wir ja gar nicht verletzen. Naja, wir sollten hier vielleicht gehen, da kommen immer mehr. Jo. Alter, da oben ist so ein fliegendes Vieh, Alter. Siehst du das? Ja. Und dann lieber das ja, holen. Oh, da ist auch noch das andere Vieh. Alter, du musst mal dein Viech zurückrufen, das greift hier die Leute an. Ja, wie gesagt, Alter, pass auf, das ist das andere Vieh. Das kommt. Pass auf, der Dings ist immer noch hinter dir. Und lass weiter hochlaufen. Okay, wir kommen. Vielleicht greift er die auch noch an. Weiter rechts, Jusen. Weiter rechts, komm mal zu uns. Hier zum Wasser. Lass mal rüber auf das Wasser. Kommt er? Das ist immer weiter. Oh, da war eine Rehe. Oh, der haut alles weg. Happen.
Tier. Okay, jetzt müsste jemand langsam mal einen Pokéball werfen. Na, ich bin down. Ja, der hat sich zu Pleiler teleportiert. Ja, aber kannst du jetzt auf ihn einen Ball werfen? Ich versuche ihn abzulenken. Ich bin da ganz weit weg. Du bist doch hinter mir gewesen. Hab nicht getroffen. Nee, der hat sich zu Pfeiler hier hin teleportiert. Oh, jetzt kommt er wieder zu mir. Pass auf. Einer zurück und einer greift an. Hier, hol mich einer hoch, bitte. Ja. Wie gesagt, kann sein, dass ich drauf gehe dann wieder. Was haben wir denn gefangen? Ja, der ist gefangen. Jusen. Er hilft dir doch schon. Ja, aber da schießt jemand. Ist egal. Oh, die sind zu heavy. Lasst gehen. Die sind... Komm, wir haben das Flugding. Alles gut. Ja. Lasst gehen. Dankeschön. Das Aufheben. Ich wollte noch einen Pinguin mitnehmen. Na, dann gehen wir da noch. Na, warte, ja, klettern mal hoch und gehen dann nach links. Komm. Komm hier eh nicht hinterher. Ich bin oben. Ich treffe sich hier nicht mehr. Ja, ich bin halt immer wieder runtergeglitscht, Mann. Ich bin jetzt unten. Könnt ihr mir irgendwie hochhelfen? Ich lauf gerade rechts runter, aber es bringt glaube ich auch nicht alles. Na, ich lock sie hier bei mir in der Ecke hin. Und David dich holt. Ja, komm mal. Hast du? Ja. Also ich habe keine Agro mehr. Nicht so gesinnig. Ja, ich bin hier oben down gegangen. Aber die treffen mich hier nicht mehr. Alles gut. Wenn er hier oben links zu mir kommt, wo ich mit David vorhin war, dann könnte er mich hochholen. Und die sind weg. Die Agro ist auch weg. Bitte. Bring it. Ich sehe euch. Da seid ihr. Mit Schwung, David, ne? Ja, renne ihn. Hintern. Schön. Die Lügen sind weg. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Jo, also ich gehe nach Hause. Wo ist denn nach Hause? Na, zum Teleporter und dann nach Hause. Der da an 180 Metern, ja? Ich bin hier vorne eigentlich nicht. Ich bin hier mit 180 Metern nicht. Aber da, wo ihr herkam, da, wo ich vorhin teleportiert hab. Da ist egal, welchen Teleporter du gehst. Okay. Also, du könntest auch noch, bevor wir zurückgehen, können wir auch noch Inventar voll machen mit Steine und. Mit blauen Steinen und Dings. Okay. Tun wir dies, gehen zurück, speichern ab. Ich brauche nicht speichern. Server. Hab's nicht drin. Da ist er. Die gute Pigge. Der Wassereffekt ist ja wirklich billo, wenn man im Wasser war.
So, da könnten sie sich noch was Besseres einfallen lassen. Nur meine Meinung, Leute. Nur meine Meinung. Ach, der Veteran ist wieder da. Nehmen wir mal unser Pokémon, würde ich sagen. Mit 4 kannst du dir noch Befehlen geben. Warum nicht? Der macht die sofort. Alter Schwede, das ist shiny. Verdammte Scheiße. Das sind nur 2 Bälle. Aber man muss die Viecher auch nur anhitten und wenn dein Monster die dann besiegt, dann kriegt er wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Ja, okay. Wäre so meine Erfahrung aus der ganzen Sache jetzt. Das war drin. So, da oben ist der Teleporter. Ist das eine Frau? Sisi? Ja, ja, klar. Wow. Dann komme ich jetzt zurück, wird noch mal abladen und so und wird dann Feierabend machen. So. Ja, ja. Klingt doch gut. Das ist ein Plan, ne? Ist ein Plan. Klingt ganz gut geplant, ein Plan mit Plan, ja. So. Einmal zurückgeportet. Und noch mal abgeladen. Achso, könnt ihr den einen Hirschen noch drin setzen? Drachen abladen, David. Drachen abladen. R drücken. Kiste gucken, R drücken. Alter. David. Hab ich getan. Nein, jetzt hab ich's getötet. Juden. Ja. Bitte. Übernehmen Sie diese Dinge.
echt was nicht mehr brauche. So. Dann freuen Sie sich an dieser Perle der Ernährung. Das ist geil. Ja, vielen, vielen Dank. Ich lade mal noch meine Monster schnell ab. Zack, zack, zack. Wo ist denn der andere Hirsch? Oh, der könnte auch in meinem Inventar sein. Ja, muss er wohl. Ich hab... Dann müsst ihr das tun. Ich habe alles abgeladen. Ihr könnt die Arbeit verteilen. Vergesst nicht, unsere Pokémon zu füttern, zu streicheln, zu liebkosen, Arbeiten zu schicken und nicht verhungern zu lassen. Hier rennt schon einer rum, der hat Hunger. Essen ist da. Ja, er rennt auch schon zum Lab. Er rennt schon hin. Er macht's. Ja, ich wollte schon sagen, wenn er so doof dafür ist, ist es nicht meine Schuld. Ja, da hast du ja auch wieder recht. Sehr schön. Na dann, meine Lieben, dann machen wir für heute Feierabend. Ich finde das Spiel auf jeden Fall echt cool. Ich denke mal, da werden wir noch eine Weile Spaß dran haben. Ein Survival-Spiel mit Pokémon-Perspektive-Aspekt. Auf jeden Fall ergibt das zwei coole Ebenen, die sehr gut zusammenpassen. Hätten vielleicht sogar die Leute also von Nintendo selber drauf kommen können. Aber naja, wir machen hier dann auf jeden Fall weiter. Da halte ich euch auf den Laufenden auf Insta und Facebook. Wenn ihr Bock habt, ich denke mal spätestens Ende der Woche wird das auf jeden Fall auf YouTube rauskommen. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und munter. Schaltet beim nächsten Mal ein. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und Follow oder sonst was da, ob ihr es jetzt auf Twitch oder YouTube guckt. Ist ja auch vollkommen egal. Haut da rein, schlaft schön. Bis deine Antenne oder was euch. Ciao, ciao. Bye. Bye.